Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie fragen sich jetzt sicherlich, warum sitzen da Random, Michael Krogmann und Dennis Richtarski und wo ist eigentlich der Skill? Ach, hallo, hier bin ich. Ha, tut mir leid, ich bin etwas zu spät gekommen. Jetzt geht's hier los mit der Skill Arena. Wie, was soll das denn heißen? Ja, also, wie soll man denn hier ohne Skill starten? Come on, in diese Arena. Bist du der Skill oder was? Da liegt sich aber einer gleich weit aus Fenster. Dabei führe ich noch nicht mal. Es steht 1:1:0. Ja, also Dennis, was heißt das? Die steht schon 1:1:0. Ja, ja. Weil ihr mich ver... Ach so! Ach ja, oh nein. Ja, ja. In der Leute, herzlich willkommen zu unserem... Wie nennen wir das? Zu unserem Abendmahl. Ja, wirklich. Das skillige Abendmahl. Rocket Beans, hätten Sie einen Tisch für 6? Wir sind 3. Genau, können wir mal kurz darüber sprechen. Das ist uns eben aufgefallen. Ja. Das Abendmahl macht überhaupt keinen Sinn. Nee. Warum saßen Sie denn? Niemand sitzt doch so rum an einem Tisch. Ja, weil Jesus hat gesagt, Brüder, ihr kommt alle auf meine Seite. Ja, ja. Wir brauchen einen Tisch für 20 Personen. Außerdem, ihr müsst bedenken, Jesus muss ja rumgehen und seine Zaubertricks dort machen, damit alle Jünger zugucken können. Jesus geht rum und macht seine Tricks. Ja, oder? Das gefällt mir. Mich erinnert das Bild übrigens an Monkey Island, an die drei Piraten. Ja. Auch mit den Totenköpfen. So, sehr schön. Komm her, Guybrush. Aber das ist heute nicht unser Spiel. Was ist denn unser Spiel, lieber Krogi? Ja, ich war ja dran in der Bringschuld sozusagen, in der Vorbereitungsschuld. Genau. Und ich habe mich für einen Klassiker entschieden. Und zwar für das glorreiche Spiel mit dem klangvollen Namen Gothic 2. Hammer. Willst du volles Fund aufs Maul? Zeig mir deine Ware. Ihr kennt es natürlich alle, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die kennen es natürlich auch daheim. Es ist relativ okay gealtert, aber es hatte damals schon ein großes Manko und das ist die Steuerung. Die ist mittlerweile immer noch furchtbar. Sie hat sich nicht verändert. Die ist genauso scheiße. 20 Jahre ist das alt. Das 20 ist krass. Jahre. Das läuft doch nur mit Mods übrigens. Musst du 4 Mods installieren. Aber es läuft. Das ist schon mal eine gute Nummer. Ja. Aber es läuft und ich habe mir ein paar Übungen oder Aufgaben überlegt. Wollen wir die mal eben durchgehen? Ja, sehr, sehr gerne. Zeig her die Aufgaben. Damit wir alle Bescheid wissen. Und zwar sind es 25 an der Zahl, wie die letzten Male natürlich auch. Und wir spielen nicht nach den Bingo-Regeln, nur für alle Leute, die gerade zum ersten Mal einschalten. Nee, mal kleiner, ich kann gar nicht lesen. Ja, ich stell's dir ja vor, ey. Das ist 20 Jahre alt, das Spiel. Glaubst du, meine Augen wären besser, oder was? Guck doch mal dahin. So, Nummer 1 ist sehr easy, lies ein Buch. Öffne eine Truhe. Achtung, Erklärung dazu, ihr habt keinen Skill, Schlösser zu knacken. Ihr müsst eine Truhe finden, die ihr öffnen könnt. Also ich hab Skill. Ja. Bete zu Belia, ist eine Gottheit, die böse Gottheit, da gibt's Schreine. Lasst dich ausrauben, wenn ihr mit einem NPC euch kloppt dann, und der gewinnt, dann wird er euch ausrauben. Bete zu Innos, ist eben der andere Gott. Finde eine Ork-Waffe, müsst ihr mal gucken, wird wohl ein Ork haben, manchmal liegt auch eine rum. Mhm. Gegner durch NPC töten lassen, mit Gegner meine ich alles, was angreift. Ja, also es kann eine Ratte sein, es kann ein kleiner Wolf sein oder was auch immer, Gegner ist Gegner. Okay. Ja, und NPC ist NPC. Gewinne im Fight Club in der Stadt, das gibt auch die Aufgabe, dass ihr in die Stadt kommen sollt. In der Stadt gibt es im Hafen einen Fight Club, also so eine Arena. Achtung, hört gut zu, ihr braucht 50 Gold dafür. Wenn ihr kämpfen wollt, Braucht ihr 50 Gold. Wie war denn mal? Um mit dem Chef des Fight Club zu sprechen und kämpfen zu wollen, braucht ihr 50 Gold. Ja, ja, das ist schon klar. Aber kostet nicht das Bordell auch 50 Gold? Da kommen wir gleich zu. Ja, aber ist das nicht komplett? Also der vielleicht ist brauchst du dann 100, Denzel. Ja. Erst aufs Maul und dann Sexy Time. So sieht's aus. So kriegen wir auf jeden Fall hin. Also komm in die Stadt. Ist natürlich davor eigentlich, weil der Fight Club in der Stadt ist. Gibt's einen Punkt für volles Pfund aufs Maul. Damit meine ich, naja, Schlägerei mit wem auch immer. Ja. Volles Pfund aufs Maul. Ne, sagt er halt. So müssen, es wird eine Chat-Abstimmung geben, ob das erfüllt ist oder nicht. Ach so, okay, der muss es schon auch sagen. Ich weiß es nicht. Ja, ach so, er soll die Voice-Line droppen. Ich bin mir nicht sicher. Es kommt drauf an, wie ihr das auslegt, ja? Ach so. Jetzt kommt was in Anführungszeichen und deswegen ist mir das wichtig, dass es gesagt wird. Zeig mir deine Ware, soll gesagt werden. Okay. Geht natürlich nur beim Händler. Ja. Ja? Dann töte einen Ork, egal wie. Müsst ihr mal gucken, in Stadtnähe gibt es einen Ork. Hör mal, den kennt doch jeder, den Gothic 2 Ork in der Stadt, im Busch. So, im Busch, das müsst ihr mal gucken. Konsumiere Sumpfkraut, da meine ich Sumpfkraut einnehmen, egal in welcher Art und Weise. Mhm. Sammle 100 Goldmünzen, damit schließt sich der Kreis, was Dennis eben angemerkt hat. Damit kann man nämlich sowohl boxen als auch ins Bordell gehen. Besitze 30 Pflanzen, einfach nur, weil das ist ganz schön, wenn man so eine Tasche voll mit Kraut hat. Ja. Brat dir ein, damit meine ich Fleisch finden und braten. Mit der Pfanne benutzen. Mhm. Ja. Zwinki Zwonki im Hafen, genau das Bordell besuchen, aber auch natürlich Koitus haben. Richtig. Ja, das gehört dazu. So, okay. Schlafe unerlaubt in einem Bett. In einem fremden Haus schlafen gehen. Ich fände es schon gut, wenn die Hausbewohner sich noch aufregen, bevor man schläft. Mhm. Ehrlich gesagt.
Stufenaufstieg ist selbsterklärend. Besiege einen Banditen ist auch selbsterklärend. Der Gegner heißt eben Bandit. Ne? Mhm. Die haben halt keinen Namen, sagen wir Bandit. Ah, ja. Jetzt soll der namenlose Held, der hat eben tatsächlich keinen Namen, nochmal was sagen, nämlich entweder warte mal oder hey du. Okay. Trinke Bier, bringe das Spiel zu Absturz und benutze eine Badewanne. Und als letzten Punkt, der ist wirklich sauschwer, boxe einen Schattenläufer, das ist wirklich ein sehr großer, mächtiger Gegner, und entkomme. Also es reicht, ihn wirklich zu berühren, wie auch immer, und dann abzuhauen. Mhm. Alternativ kann das auch bei Erol gemacht werden. Verstehe. Sollte man wahrscheinlich eher zuletzt machen. Wobei, genau, ist die Frage der Schattenläufer, das ist schwierig zu entkommen, aber ist das bei Erol auch der Fall? Erol ist doch ein Lappen, oder? Ist ein Lappen, aber wir sind noch lauchiger. Okay, ja, ein wichtiger Punkt kommt jetzt noch, damit alle abgeholt werden und wissen, warum das Spiel so fucking schwer ist. Wir starten bei Xardas im Turm, ganz zu Beginn des Spiels, direkt nach dem ersten Dialog, da habe ich ein Safe-Game erstellt. Mhm. Ihr habt also keine Fähigkeiten, keine Skills, kein Inventar und nichts. Ja. Und jeder scheiß Gegner, egal was es ist, ist super gefährlich. So. Scheiße. Jetzt kommt das Problem. Wenn so eine Blutfliege oder so dich tötet, bist du halt tot und musst wieder von vorne anfangen. Mhm. Deine Punkte sind nicht verloren, aber du startest wieder im Turm. Mhm. Okay, so. Wie viel Zeit haben wir? 15 Minuten. Und dürfen aber so oft am Turm starten, wie wir wollen, ja, in den 15 Minuten. Ja. Falls das zu krass ist, ja, und wir machen zwei Durchgänge. Die ersten 15 Minuten, dann gucken wir, ob die zweite Durchgang auch 15 Minuten werden oder kürzer. Mhm. Wenn das zu krass sein sollte, können wir uns überlegen, ob wir im zweiten Durchgang mit Quicksaves arbeiten. Ja. Können wir uns überlegen, aber im ersten nicht. Es zeigt sich im ersten, genau, wie wir es machen. Okay. Ich habe doch auch keinen Plan. Dafür brauche ich den Chat. Ja. So, das sehen, genau, wir dann. Den Chat habe ich hier vor mir. Hast du schon auf? Dann grüß mal, genau, Leute. Ich habe noch nicht auf. Ja, wen kann ich denn hier mal grüßen? Die haben immer alle so, Fischbeek hat einen einfachen Namen. Sneep Snoot habe ich doch auch schon häufig gelesen. Sneep Snoot, einfach geiler Name. Ignorance, finde ich auch sehr gut. David Buggy, und ihr kennt uns und wir kennen euch. Das heißt, wir begrüßen euch auch hier zu dieser weiteren Ausgabe Skill Arena. Und ich würde sagen, lasst uns gar nicht so viel Zeit verlieren, sondern direkt starten. Hat der Chat Bock? Ja, oder? Der Chat hat, glaube ich, Bock. Die sind schon mal hyped wegen Gothic. Und jetzt kommt, genau, erstmal, oh, bitte nicht ich starten. Okay, ich will erstmal zugucken. Nee, ganz ehrlich, das ist die wichtigste Entscheidung, ja, eigentlich. Wer, ja, startet, hat einen riesen Nachteil. Seid ihr ready? Chat, seid ihr ready? Ich drücke jetzt drauf, ja? RNG. Leute, soll ich jetzt drauf drücken? Eins, ja, zwei, drücke drei. Bless RNG. Nicht blau, 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 nicht blau. We have a winner. Sehr, sehr gut. Also, ja, guck mal. Okay, dann machen wir. Krogi. Krogi fängt an. Ja. Ich mache einmal noch kurz hier unsere Aufgaben selber nochmal an, weil ich vergesse das ja immer. Weißt du? Ich vergesse. Okay, ja, dann komm. Hammer. Dann Abendmahl, change your speed. Ich bin hyped. Das wird aufregend. Jetzt kann ich mir erstmal angucken, wie Krogi, der ein bisschen Gothic-Erfahrung hat, das jetzt meistern wird. Okay, pass auf, ich möchte was dazu sagen. Ja, sag das gerne. Klar, ich habe das vorbereitet. Rechtfertige dich. Ich rechtfertige mich. Naja. ich habe aber. Zum einen werden Leute sagen, ja, du hast doch mit Reinke ewig Bogostik gespielt. Ja. Moment, es hat Reinke gespielt. Ich war der Dulli, der daneben saß. Ja, stimmt. Schlechte Sprüche gemacht. Jetzt geht das schon wieder mit den Entschuldigungen los hier. Und eine noch. Ich habe das hier zwar alles irgendwie vorbereitet, aber nur zu einem gewissen Grad, weil ich nicht zu viel Skill haben wollte. Das sehen wir. Bis zum Turm. Einfach nur gestartet. Verstehe. Ich nehme einen Schluck Wasser. Kann ich noch ein bisschen Motivation aus dem Chat bekommen? Ja, ganz kurz. Was haben wir denn da? Zeig mal ganz kurz. Hey, du, schreibt jemand natürlich. Ja. Warte mal. Auch ein Wasser. Ja, hol dir mal ein Wasser. Ja, hier. Fun at all. Hier, das ist zum Beispiel von Nick Ranchman, sehr aufbauender Kommentar. Gib Erol. Ja. Digga, let's go! Okay, ja, das ist hier. Dann zählt mich rein. Ist der Counter ready in der Regie? Ich vermute doch schwer. Deswegen, alles klar. Genau, du bist bereit, ich zähle runter. Ich bin bereit. In 3, 2, 1, jetzt kannst du starten. Okay, dann ballert mir schon mal. Ist gestartet. Ballert hier schon mal was rein. Das ist mega gut, dass Krogi anfängt, ja, weil ja, er ja wahrscheinlich schon einen Plan hat, so, weil er das ja verfasst hat. Und deswegen können wir jetzt davon lernen. Das war Lesen, Leute. Ja. Das war Lesen. Buch gelesen. Wie, Buch lesen steht da drauf, sehe ich nicht. Ja. Nee, ich sehe nichts. Doch, das allererste. Ja, nö, ich sehe nicht. Das war Lesen. Na gut. Ja, ich habe auch in den Kommentaren gelesen, wir waren ein bisschen toxisch teilweise zueinander. Halt die Fresse. Stimmt natürlich, aber wir haben uns doch alle lieb, oder? Nur damit die Leute das. Achtet darauf, was ich mache, sonst ist es unfair. Ja, weil ich weiß natürlich, was ich hier schon machen kann. Achte da jetzt drauf. Oh, ja, Denzel, du musst auch drauf achten. Ja. Ich versuche gerade, das Lies ein Buch zu aktivieren hier, aber es geht nicht. Achtung! Ich gebe dir das weiter, Denzel, falls du da gerade. Er öffnet jetzt eine Truhe, genau, okay. so einen Stock drüber oder so. Er ist so eine Treppe oder sowas gegangen. Ich habe jetzt schon die Orientierung verloren. Das sind aber auch Bücher, da kann man beides auf einmal machen. Das ist geil.
Okay. Lies ein Buch und öffne eine Truhe. Genau, genau. Okay. Zwei Punkte hat der Krogi schon. Hier. Ich kann es so weit weg, der Bildschirm. Spende 3 Lebensenergie. Nee, halt's Maul. Ich will beten und spende nichts. Ich will beten und spende nichts. Shit, jetzt, guck mal, jetzt muss ich die Punkte hier eintragen. Jetzt habe ich verpasst, wie er zum Schrein gekommen ist. Ja, ja, ja. Er ist nur rausgegangen nach der Bibliothek. Fair Play, ich wiederhole es für dich. Ich bin doch nur nach oben gelatscht. Hier habe ich einen Schlüssel genommen. Hier ist die Kiste. Und auf dem Rückweg gehst du einmal links am Schrein vorbei. So viel Fair Play muss sein, das ist der Anfang. Auf jeden Fall. Und gleich bin ich ja auch lost, keine Sorge. Aber die 3 Punkte holst du dir easy. Ja, weil ich hab auch sehr fair. Ich habe zu Media gebetet, ja. Nee, okay. Das muss ja auch Spaß machen für alle. Stell dir mal vor, Krogi hätte nicht angefangen. Ja, ich weiß. Wir wären da rausgelaufen. Ja, 0 Punkten. Ich und Krogi holt erstmal ein Dutzend Punkte im ersten Raum. Ich bin auch abgelackt. Ich bin auch ganz froh. Ich hätte auch gedacht, ich habe doch keinen Bock, jetzt hier den hässlichen Turm zu erfahren. Ja, ja, genau. Ich will raus, den Ork umhauen und die Stadt einnehmen. Das mache ich in 15 Minuten. Oder ich spiele das kurz durch und mache mir danach die Punkte. Aber jetzt erstmal den Turm. Guck mal, ich habe schon Schaden vom Beten. Seht ihr das? Was? Schaden vom Beten? Schaden vom Beten. Achso, Inventar ist auf Tab, müsst ihr wissen. Ja, muss man wissen. Der Typ hier kann einfach nix. Ist das jetzt die Leertaste Kampfstance-Steuerung? Ja. Ich hab nochmal umgestellt. Ja, sehr gut. Ich hab, wir sind jetzt nicht Gothic 1-Steuerung, sondern das ist jetzt die modernere. Ja, muss ich einen NPC töten? Nee, ne? Also kein NPC. Aber die NPD kannst du auch töten. Muss ich die NPD töten? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie Photoshop geht. Ich sehe nur noch die Hälfte, aber da steht nicht, dass du einen NPC töten sollst. Das ist halt überall schon Gefahr. Ich sag's euch. Wir können auch kurz tauschen, wenn. Da musst du mir nur die Tipps geben, die Krogi. Kann ich machen, aber ich habe versucht, Vollbild zu machen. Dann habe ich irgendein Ding geschlossen. Ja, lass einfach. Das vereinfacht, glaube ich, Dinge. Also irgendwas ist gerade zugegangen. So er läuft noch. Immer den Weg entlang. Mann, ich bin im Battle-Mode, so nach vorne gelehnt. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Battle-Stand. Oh, nee! Hey, wo kommst kann ich ein bisschen lauter kriegen, danke? Wieso sagt er, oh, nee, wolltest du dich da vorbeiglitschen? Ja. Du Glitscher, du. Ich komme aus den Bergen. Genau, du kommst aus den Bergen. Ja, ist ja mega. Ja, ja. Ganz schlecht. Du wirst gesucht, und zwar von einem ganzen Haufen übler Kerle. Es gibt da jemanden, mit dem du unbedingt sprechen solltest. Halt's Maul, ich mach das jetzt weg. Vielleicht später. Vielleicht später. Später wird es für dich nicht mehr geben, Freundchen. Oh Mann, diese tollen Sprecher, ich liebe sie. Jetzt will er sich... Scheiß drauf, ich bin doch nicht so weit weg, ich bin doch nicht so weit weg. Ich muss kämpfen. Du musst kämpfen, okay. Shit. Oh no. Ich bin so platt, das ist ein Bandit. Ah! Achtung, der Bandit. Oh nee! Oh nein! Er macht mich aus, Krogi. Lass dir nichts erst gefallen. Nee, nee. Oh, ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab. Besser ist das, glaube ich. Komm, Berlin. Berlin, sonst kommt der Wolf. Siehst du meine Lebensenergie links rum? Zähm den Wolf schnell. Zähm ihn. Wenn ich einmal beiß, bin ich down. Stehen, du Lump! Du Lump! Geil. Ach, wie schön. Also, ihr müsst. Oh, nee! Was ist los? Das war nur die Kamera, ne? Nee, das war der Wolf, der an mir gezuppert hat. Die hört ja die Mucke, ne? Ja. Ja. Ja, solange die so ist. Pass auf, Blutfliegen! Ja, ich bin beim nächsten Down. Oh, Scheiße. Noch ein Wolf, links! Ja. Der Breakdance, hast du gesehen? Sind die immer noch hinter dir? Ah, Blutfliegen! Blutfliegen! Das gilt aber ja noch nicht als besiege den Banditen, ne? Den muss man nicht mal anhauen. Nee, der muss tot sein. Okay, okay. Nein, nicht mal ansatzweise. Bin geflohen. Ihr macht ihn fertig für mich. Johnny. Ja, oh, ist der immer noch gefightet. Hinter dir? Oh, warte mal, wenn du... Bleib. Ja, wenn der umhaut, ist es gewonnen, ne? Wollte ich gerade sagen, ist, hast du einen Punkt. Da, oh, der Goblin ist auch hinter mir. Das sind aber ganz schön viele Gegner. Ich laufe hier die ganze Zeit im Kreis. Ein bis viel weniger, kannst du den Punkt geben, hat er gesagt. Siehst du, jetzt kommen die beiden schon. Den Punkt habe ich. Den Punkt habe ich, Leute. Welcher ist das? Gegner durch NPC töten. Achso, okay, ja. Genau. Mhm. Pass auf dem Weg konnte ich nicht hin jetzt. Mache ich jetzt aber noch, den Punkt hole ich mir auch noch. Mhm. Habt ihr den auch schon mal gesehen? Fair Play, Krogmann. Hast du mit volles Pfund aufs Maulpunkt? Hast du den? Nee, hab ich nicht. Das war nicht wirklich volles Pfund. Nee, okay, nee. Pass auf. Hier vorne ist nämlich. Hier, seht ihr das? Da bin ich dann vorbeigelaufen, weil ich verfolgt wurde. Ein Schrein. Seht ihr den hier? Du hast doch schon gebetet. Ja, aber es gibt ja 2 Gottheiten: einmal den bösen Gott und den guten Gott. Wie, für Punkte? Ja.
Ich will einfach nicht. Für Punkte. Oh, ich habe zwei Götter. Ja. Dir den Betpunkt nicht gegeben. Sorry, ich hole das mal eben nach. Du hast ja schon gebetet. Ja, aber jetzt sind's halt. Warte noch. Ja. Warte. Jetzt hat er gebeten. Warte. Beten. Warte. Ich will beten. Innos, dank dir. Zweimal gebetet. Innos und Belia. Haben wir. Aber haben zweimal wir. Beten? Achso, ach, jetzt raff ich's erst. Ja, genau. Ja. Einmal haben wir oben. Mhm. Wird sofort aktiviert. Ich habe einen Apfel gegessen, aber ist kein Punkt. Was ist denn hier? Habe ich im Inventar. Ich weiß nicht, wo ich den gefunden habe. Keine Ahnung. Aber es ist einfach ein Actionspiel. Krass. Wie lange habe ich nur? 8 Minuten. Wie soll ich da auf 100 Gold kommen? Wer hat sich die Scheiße ausgedacht? Das ist wirklich crazy. Wie musst du dich verkaufen? Na gut, ich zeig's euch. Wo ist denn die Leiche von der Kreatur, die hier gestorben ist? Ja, hier. Ist? Guck mal da. Vielleicht hat die ja Gold. Ah, sehr gut. Danke, du hast einen guten Punkt. Also, das ist noch kein Punkt, aber Fleisch brauche ich natürlich. Fleisch? Warum braucht man Fleisch? Ja, kann ich mir schon gleich irgendwo einen braten. Ah, braten, ja, richtig. Ja, stimmt. War gut, das Kuh gespielt, ey. Ich hätte das alles. Ich hätte alles vercheckt. Alter, jetzt. Guck mal rechts. Oh, noch so einer. Oh, ist das der Ork? Nee. Zeig den Ork. Oh, da ist die Stadt. Okay, ich cheese mich richtig rein, ne? Ich hab mir die Scheiße ausgerechnet. Ist gut, dass ihr das seht. Ist ja, Fairplay, ja. Muss man schon sagen. Ja. Cheese mir die Scheiße jetzt sowas von rein. Cheese. Oh, nee. Oh, Alter. Wer ist der beste Cheeser im Land? Oh, man kann klettern. Krogi, oh yeah. Das merken die nie. Hammer. Stadtwachen hassen diesen Trick. Hallo, Fremder. Rupert! Du musst hungrig und durstig sein. Ja, Rupert! Kann ich dich vielleicht für meine Ware interessieren? Und? Warte. Ist das nein, ein Punkt? Hat er nicht. Nee, zeig mir deine Ware. Was hast du gedacht? Was hast du anzubieten? Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Er hat nicht den Punkt. Der verdammte Großbauer liefert nicht mehr. Und was nicht von den kleinen Höfen kommt, reicht nicht aus, um den Bedarf der Stadt zu decken. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Ist am Start. Okay. Ich vergebe ihn just in diesem Moment. Was haben wir denn noch? Du hast das nicht Schlafe unerlaubt in einem Bett vielleicht. Ich kann nur abwarten. Ah, ihr habt schon was zu tun, ey. Ich auch. Mhm. Aber das sind schon einige Punkte, muss man sagen. Das sind wirklich viele. 6 Stück. Ja. Ganze 6 Stück an der Zahl schon. Das ist echt krass. Was machst du jetzt? Er will im fremden Bett schlafen. Aber unerlaubt. Guck mal, der regt dich nicht auf. Das würde ich nicht. Das gilt nicht. Aber meinst du nicht, der regt dich auf, sobald du irgendwie das Bett da noch betrittst? Also ich zeige die Leute mir erst an, sobald sie liegen. Die meisten sind aggro, wenn du in die Häuser gehst. Ja, ja, okay. Alter, der raucht doch Sumpfkraut. Meldor. Ich wollte mich hier mal umsehen. Erinnert mich an Thaddeus. Hast du Sumpfkraut? Unseren Hausmeister. Der hat kein Sumpfkraut. Ich will Sumpfkraut haben. Der gibt nichts ab. Dieser Geizhals. Lehmann. Nee, das will ich auch nicht hören. Marc Lehmann? Marc Lehmann. Hier sind die aggro? Hier ist noch nicht mal jemand, oder? Doch, die fucken sich richtig ab. Was suchst du hier? Ich gehe nicht. Ich will schlafen. Nice, das ist unerlaubt im Bettpen, Leute. Einen weiteren Punkt vergebe ich dir. So. Okay. So. Was haben wir noch? Was ist es denn? Ich hab halt keine 50 Gold. Guck mal, der hat auch Sumpfkraut. Das habe ich schon immer. Hat er aber nicht. Mein Mann sieht das anders. Ach da. Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Nein, ich will nicht in die Kneipe. Nein. Wie er das sagt. Ich will nicht in die Kneipe. Willst du in die Kneipe? Das hätte ich jetzt auch gesagt. Will nicht in die Kneipe. Ich will Punkte. Ich will zur Skill-Arena Punkte machen, Mann. Alter, ich will nicht in die Kneipe. Mache ich dir ein Angebot. Du gibst mir 50 Goldstücke und kannst... Ich will auch 50 Gold. Ich habe 6. Scheiße. Für die Kneipe. Hier kostet alles 50 Gold. Aber ich will nicht in die Kneipe. Ich will nicht in die Kneipe. Weißt du, früher oder später will jeder mal in die Kneipe. Ich will nicht rein! Chat, help! Diese Dialoge sind so geil. Vergiss es. Ich darf nicht sterben. Ich darf jetzt nicht sterben. Dann nehme ich mir halt alles, was du hast, sobald du im Staub vor mir liegst. Alter! Papissimus Prime! Wie direkt hier vor der Kneipe? Alter, was? Verrückt, was machst du? Du bist auf die... eine Stufe gestiegen. Warum? Bist du hierher geschwommen? Ja, Punkt. Weg an den Stadttorwachen vorbeizukommen. Krass, Krugi, nicht schlecht. Der war verdient. Der war echt krass, ja. Aber genau, was hast du eigentlich gemacht, frage ich mich. Schon mal begegnet? Guck mal, der wartet mit der Klopperei auf mich. Ja, der ist halt nett. Früher hatten die Leute noch Manieren.
Die Liste für die Mine. Mann, wir hatten echt eine Menge Spaß. Erinnerst du dich da noch an? Du kannst aber mir nicht voll, ich habe noch 4 Minuten jetzt. Natürlich kenne ich Lee noch. Ich bin damals mit ihm aus der... Ja, Alter, hau ab. Ja, dein Deal. Ich kann das nicht. Kannst du nicht direkt Ende machen? Ende steht ganz unten. Aber ich brauche deine Hilfe, Alter. Ach so. Wozu? Weiß nicht, ich kann einen Ork töten oder sowas. Was genau schwebt dir da vor? Der Typ hinter dir mit dem Knüppel. Dieser Typ da belästigt mich. Das ist ja mega. Ende. Dieser Typ da belästigt. Aufhören, sofort. Hammer, und da liegst du im Dreck. Aber ich lebe noch. Ich habe noch Restleben. Ja, stimmt. Ich habe noch Restleben. Restleben? Ich hab noch Restleben. Super, hast ein bisschen nicht Restleben. Schlecht. Hier wird nicht gekämpft. Merkt ihr das? Moment, aber das war jetzt der Typ von der Kneipe, oder was? Ja, und jetzt lootet er den auch noch. Ich brauch das Geld. Wenigstens Gold dabei. Ich brauch das Gold. Hat er Käse. Was war das? Sumpfkraut? Käse und Sumpfkraut. Waldbeeren. Scheiße. Kannst du auch. Ey, Alter, ich will das Gold haben. Hat er mir das Gold geklaut? Hau ihn um. Darüber reden wir noch. Ich brauch doch das Gold. Habe ich einen Punkt gekriegt? Scheiße. Nicht. Die haben, sind aber Partnerlook. Du kriegst gleich einen abgezogen, wenn du ihn nicht nochmal reinholst hier und du die ganze Zeit so rumdammelst. Volles Futter aufs Maul. Sehr gut. So. Und jetzt? Wo? Oh. Nichts zu holen. Ja, der, ey, Laris hat die Scheiße eingesteckt. Warte mal, war das jetzt volles Futter aufs Maul? Nee, ich glaube nicht. Ha, ein Kampf. Junge, mach das ja nicht nochmal. Ist die Frage, hat er es gesagt? Wo ist er hingelaufen? Junge, mach das. Guck mal, einfach weg. Ja, guck mal, er ist einfach. Tschüss. Darüber reden wir noch. Okay. Oh, aber jetzt hat er einen guten Gang drauf. Also hier übrigens ist das Bordell. Ey, du, wo gehst du hin? Ganz ehrlich, du stehst hier vor Seefahrer aus den entfernten. Ja. Aber ich hab kein Geld. Bring mir nichts. Ich weiß, ich bin jetzt wirklich los. Zwingi Zwong im Haar. Tim, am Brat hier ein. Vielleicht suche ich noch eben schnell. Feuer. Vielleicht suche ich mir. Warte mal. Vielleicht suche ich mir Feuer. Braten könnte ich noch schaffen. 2 Minuten haben wir noch. Irgendwo hier im Hafen. Ich weiß es nur noch ganz. Na, sie. Es muss eine Feuerstelle sein, wisst ihr? Oder war die am Anfang? Das ist auch keine Brat mehr einstelle? Ich weiß auch nicht, wo die ist. Aber ich würde sie, glaube ich, auch nicht verraten jetzt in diesem Moment, weil du bist schon so weit vorne, dass du keine Tipps mehr verdient hast. Es ist echt krass, wie viele Punkte das schon sind. Außerdem läuft er hier hinten schon wieder die super Secret-Wege, die. Naja, wobei, die hätte ich wahrscheinlich auch versucht, also mal auszuchecken. Ich weiß gar nicht. Es wirkt schon so, als kennt sich Krogi ein bisschen aus, aber ja auch nicht komplett. Sonst wisst ihr ja ganz klar, wie er den Rest hier noch abhaken kann. Ja, ich habe tatsächlich sowas auch nicht weiter getestet, weil ich weiß, dass es die irgendwo gibt. Und ich wollte ja ein bisschen. Schon ein kleines bisschen Anstand wahren. Mhm. Aber. Ja, Bier. Bier. Hey, Lord André. Ja. Bier, gib mir Bier. Lord André. Trink ein Bier, das gibt einen Punkt leider. Geil. Mhm. Leider. Geil. Alter, ich komme nicht. Sehr gut. Ich komme nicht weg. Die Waffe weg. Ich komme nicht weg. Kluges Kerlchen. Ich will mal einen braten. Ich weiß es nicht mehr, wo das ging. Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Der erzähle ich gar nicht. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Oh, es gab einen Stadtpunkt. Sorry, den habe ich vergessen. Oh, vielen Dank, Regie. Stimmt. Ja, mal, ich. Nee, du hast ja, doch nee, nee, ich lag Sachen da nur. Nee, wurde ich nicht. Genau, ausgeraubt, glaube ich. Ich lag da nur da und danke fürs Aufpassen. Danke. Dann zeige ich euch die letzten 50 Sekunden aber, wo der Ork ist. Okay, das ist. Andere Stadttor raus. Komm, Stadt. Andere Stadttor. Alter, wieso willst du uns zeigen, wo der Ork ist? Den kann eh keiner besiegen. Ich find's. Ich, okay, dann sag ich mir das später. Den hol ich dann selber. Ist mir egal. Nicht. Okay, ich den lieber platt. 50 schaffe ich besieg nicht. Besieg den Ork. Bin ich nicht. Wenn du den Ork besiegst, kriegst du aber doppelte Punkte. Aber schaffe ich nicht in 9 Sekunden, Mann. Das ist schon. Wer den Ork besiegt, sportlich. Kann seine Punkte verdoppeln. Und es wird knapp. Plus 2 Sekunden. Plus 2 Sekunden. Okay, nice. Oh. Okay, Zeit ist abgelaufen, ne? Zeit ist abgelaufen. Ja, ich hörst du das? Zeit ist da ist er, Zeit okay. Zeit ist abgelaufen. Schönes Ende. Das war toll. Oh Gott, es ist pain in the ass, ey. Puh. Aber Wahnsinn, du hast ordentlich stabil was abgearbeitet, kann man sagen. Es ist Skill Arena. Es ist die Skill Arena. Du hast dein Skill gerade unter Beweis gestellt. Und wir sind bei 6, 7, 8, 9, 10 Punkten. Bruder, das ist eine ganze Menge. Bruder, muss los. 10 von 25. Okay. Drück jetzt dieses Wheel of Names, Mann. Ja. Haben wir gespeichert?
Das mache ich jetzt, genau. Warum bin ich? Ich bin voll aufgedreht. Ich merke das. Ich fühle mich so, weißt du, endlich mal wieder eine Ibu genommen, Dennis. Und schon habe ich keinen Bandscheibenvorfall mehr. Ist das nicht geil? Hammer, eine ganze hast du dir gleich gedrückt. Mhm. 400er, Leute. Uff. Und vorher, kleiner Disclaimer noch, weil jetzt wollen wir alle denken, es ist so geiles Zeug, vorne eine Pantoprazol für den Magen, ne? Okay. Magenschutz auch noch. Ja. Okay, alles klar. Aber nehmt das nur, wenn ihr Schmerzen habt. Nicht einfach so. Nehmt das am liebsten nicht. Hört oder, sich grad so, oder wenn ihr jetzt in die Skill Arena müsst. Ja, nur wenn ihr jetzt so Dance und Walle müsst, dann macht das auf jeden Fall richtig. Okay. So, achso, ich weiß ja nicht, was ich öffne. Genau, ich drehe. Gib Walle mal eine Sekunde. Ja. Der muss kurz den Punktestand speichern. Ja. Habe ich gemacht. Er scheint genau. Fertig zu sein. Boah, ich bin gespannt. Ich freue mich richtig, dass ihr dran seid. Ja. Naja, wir müssen jetzt erstmal gucken. Ja, aber ihr könnt mich ja noch ein bisschen fragen. Ich bin ja kein Arsch. Ja, eben. Das war eben schon alles ganz nett. So, das Wheel of Name wird jetzt gedreht. Ich will da einmal kurz draufspringen. Wunderbar. Tschu! Ich fände es halt geiler, wenn wir alle so gleich viele Punkte hätten fast. Nein. Ja, und ich will doch nicht. Und dann scheitert es irgendwann an einem, so an so einem richtig krassen Punkt. Das fände ich geil. Ja, ein krasser Punkt. Aber trotzdem musst du erstmal deine Hausaufgaben machen, Walle. Also ran mit dir. Also ja. Ich würde ja sagen, du bist das schon fast uneinholbar vorne. Also dir das weiß ich auch nicht. Nachzumachen ist schon eine Herausforderung. Das zu übertrumpfen. Ja. Halte ich für. Nee, dann frag mich, Alter. Ich will, dass es hier ein enges Ding wird. Ich will, dass es hier ein enges Ding wird. Das wird hier Skill Arena. Das ist nix hier. Das wird ein enges Ding. Ich glaube nicht, dass Antworten auf irgendwelche Fragen dir dabei helfen werden. Doch. Ja, man muss das ja auch erstmal. Ich habe das halt mal über gucken. 10 Jahre nicht gespielt. Das ist halt schon mit 10 der Jahre Stoffung. ist halt eigentlich noch mega gut. Das Ding ist 20 Jahre alt. Ja, ja. Ganz ehrlich, du bist halt genau in einer In einem grünen Zone. Muss einmal laden, ne? Escape, dann einmal laden, bitte. Wir laden Start, heißt es. Achso, man muss. Es geht nur mit Tastatur, genau. Es ist schon schwierig zu erkennen, was hier überhaupt. Nee, da warst du falsch. Es war einstellen, damit die Performance wieder verbessern. Ja, weiß auf Gelb ist nicht so optimal. Ja, ich finde nee. Alter. Ach so, was geht weiß mit farbenblinden ja, Leuten nein, hier in dieser verdammten Skill-Arena? Ich wusste nicht, dass das Weiße mein Auswahlding ist. Ich dachte, gelb. Was denn, die 10 gelben? Ja, ich bin ein bisschen dumm. Das stimmt. Du nimmst das obere. Willkommen im Rentnerclub, Leute. Okay, geht ja schon gut los. Richtig geil, was geht ab? Schwitz nochmal. Brauchst du Bronchi-Tablette? Nee, ich hab viele Taschen. Was ist denn mit euch? Da ist ja gar nichts drin. Nee, tust immer nur so. Ja, ja. Ey, Leute, Walle ist im Game. Ja. Walle, denk da an Buch lesen nach oben und so, ne? Ja. Alles klar. Denzel ist hier runter. Komm. Okay, 3, 2, 1, auf die Maus. Da läuft sie die Zeit. Okay, Walle, du kannst loslegen. 15 Minuten ab jetzt. So. Das ist wie linke Maus hast du. Ich muss erstmal überhaupt das Interagieren rausfinden. Okay, etwas gelesen. Ich hab gelesen. Nee, es geht nicht so los. Okay. Escape. Nur komm. So. Ja. Weiter geht's. Hoch haben wir. Genau. Okay. Haben wir. Geh hoch, Mann. Da hast du schon mal ein paar Punkte weg. Oh, das ist aber die Maus-Sensi ist ja mega crazy. Ja, und das ist auf Max. Das ist auf Max. Wow. Mann, wir hatten früher andere Technik. Ja, das stimmt, aber das allerdings. Ich hätte auch gerne eine Kugelmaus für den zweiten Durchgang. So, hier ist der Schlüssel. Die alte Kugelmaus. Na. Weißt du, was wahrscheinlich heutzutage viel wert ist? Dieser Schmand, der sich an Kugelmäusen gebildet hat. Den gibt's ja gar nicht mehr. Ja. Dementsprechend ist der sehr selten. Der muss unglaublich wertvoll sein. Also wenn einer noch eine Kugelmaus hat und diesen Schmand produzieren kann, müsste man ja so alle paar Monate abernten, damit die Maus muss man. Mit Schmand kann man auch gut kochen, weißt du? Und das war mit das Geilste. Das Gefühl, nachdem man den Schmand weggemacht hat und die Maus wieder geflutscht hat. Kennt ihr das Gefühl? Wirklich. Das ist das geilste Gefühl gewesen. Und ich habe noch viel Schmand zu Hause. Ich kann dir was vorbeibringen. Du hast den noch? Ja, ich habe natürlich das gelagert. So, bei deiner Milchzähne, oder? Ja, in meinem Zimmer. Das ist voller Schmand. Das ist egal, wo das hin tut. Neben der Flasche Ohr. Beten. Guck mal, er betet. Ja, er macht das. Betet zu Bilja. Ja. Aber hast schon mal 3 Punkte, Walle. Beten. Wie fühlst du dich? 3 Punkte, Walle ist am Start, Leute. Das ist ziemlich geil. 3 Punkte, Walle ist. Er hat aber nichts gespendet. Nee. Beten. Willst du nochmal beten? Du hast doch schon das. Achso, ich hab schon gebetet. Ja, du kannst kurz nochmal beten. Ende. So. Kannst so oft zu Bilja beten, wie du willst. Aber den Punkt hast du trotzdem schon einmal. Ja. Ich hab's einfach nicht gerafft, dass das Beten so schnell geht. Ich glaube, der Gott hat's nicht gerafft. Chat, ich kann nicht lesen, Alter. Was geht ab? Früher hat Beten noch länger gedauert. Ich finde auch krass, dass man da spenden muss. Bei mir lief Beten damals so, Konfirmationsunterricht, dafür gab es einen Gaming-PC. Also da hat der Gott mir was gegeben. Aber hast du den zusammengebaut oder schon fertig? Das war mein erster zusammengebauter PC. Da hat mir ein Kumpel das damals beigebracht. Seitdem bin ich erst so, gehöre ich zu Master Race. So, aber wo ist denn hier der Ausgang? Ach, ich hab's gefunden. Boah, ich dachte echt, das wäre jetzt mein Nemesis, dass ich diesen Ausgang nicht finde. So, hier kommt ja gleich der Banditen. Es gibt ja den Punkt, lass dich ausrauben.
Ja. Ich muss ja nicht gegen den kämpfen eigentlich. Mhm. Der war ja schon schwer. Und du weißt, wo der Reset-Point ist, also. Ja, ja, das ist nämlich noch um die Ecke. Guck mal dein Inventar, Inventars-Tab. Ja. Übrigens, falls du irgendwie eine Waffe mal brauchst, dann musst du die erst auswählen mit linker Maustaste. Okay, das ist gut zu wissen. Drück mal drauf, hast du sie ausgewählt. Mach das mal. Ja. Jetzt ist sie ausgewählt. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie ausgewählt. Dann musst du Leertaste drücken fürs Kämpfen, ne? Genau. Ah. Ach, ist doch wieder doof. Und Leertaste drücken zum Kämpfen, ja. Achtung. Und dann linke Maustaste lauf. Da kommt ein Wolf. Lauf dran vorbei. Oder kämpfe. Linke Maustaste gedrückt halten. Ja, ja, nee, ich lauf dran vorbei. Ja. Dann das ist mir zu heiß. Gut, ja. Aber ich krieg dich nie so schnell wie du. Links, ja. Links lang. Ja. Kannst du auch rechts runter springen. Ja. Ich bin zwar ein Lauch, aber ich bin schnell. Man hat ja nicht so viel Gewicht mit sich rumzutragen, das ist ein Vorteil. Was ist denn da los? Alter, guck mal. So ein paar Goblins gegen so einen Banditen. Aber da gibt's ja keine Punkte für. Bei Goblins gegen Banditen kommt drauf an, auf wen du gewertet hast. Ja. Aber wenn du den jetzt, der hinter dir, zu dem da bringst, ja? Ja. Dann gibt's einen Punkt. Wenn er den wegklopft. Ja. Das ist der Bandit. Aber das ist halt der Bandit. Ey. Wo kommst du denn her, hä? Ha? Haben wir schon gehabt. Uns wegklicken. Ja. Ich sag mal was anderes. Mhm. Ich komme von Xardas. Ist das der alte Hexer? Aber klar, ich mach die Scheiße weg. Ja, ja, wie mach ich das? Seite. Oh. Der greift mich an jetzt! Aber ich wollte mich doch ausrauben lassen. Dann muss ich. Ja, denn. Wie gehe ich aus der Fokusperspektive? Ja, weiß ich nicht. Mach ich auch nicht. Scheiße, konnte muss ich jetzt kämpfen? Konnte ich auch nicht. Ja, aber, mach Kämpfer mal! Gut. Ja, aber bei Leertaste passiert nichts. Du kriegst einen nicht Punkt. Schlecht. Leertaste einmal drücken. Ja, aber bei Leertaste passiert nichts. Ja, ja, hättest du dir vorher überlegen müssen. Ich bin jetzt schon tot. Wofür hat der jetzt einen Punkt? Ja, guck mal, dafür das. Fürs Sterben? Fürs Ausrauben lassen. Das ist schon mal mein. Ah, ich wurde ausgeraubt. Sehr gut, guck mal, nicht Punkt schlecht. Ja. Du hast einen Punkt, den Krugi, glaube ich, nicht hat. Also ich bin so sehr gewohnt, die bin drück immer sofort, drück sofort Escape und laden. Sonst geht's nicht weiter. Und labern. Genau. Mein Problem ist das Labern. Genau, jetzt überleg nochmal. Ja, jetzt hast du ein Problem. Enter und jetzt start. Ja, Mann, du hast es geschafft. Du hast noch 10 Minuten langsam. 48, das ist eigentlich ziemlich gut. Kann man schon noch machen, ja. Er geht einiges. Da geht noch was. Der Punkt war gut platziert übrigens. Dann hat mein Ausraubeplan halt noch gut funktioniert, ne? Ja. So, wo ist hier? Wieder rausfinden. Diesmal weiß ich's. Jetzt lauf, du hast noch 10 Minuten und 30 Sekunden. Das ist gar nicht so schlecht. Ein Drittel deiner Zeit ist verstrichen und du hast schon 4 Punkte, was tatsächlich sehr gut ist. Das ist. Okay. Das ist Krobis Standard. Das stimmt eigentlich. Aber gut, ich konnte mir auch viel abgucken. Ich habe auch eben im Chat gelesen, das ist das GTA Online Apartment all over again. Also wieder, alles läuft am Anfang einmal gleich im Apartment. Ja, aber ist geil. Man muss ja auch ein paar Punkte. Aber ich verstehe, warum du dich selber darüber so aufgeregt hast. Ja. Für die anderen ist es gar nicht so schlimm. Das stimmt. Ja. Ich fand das ganz gut, weil da hat jeder das Gefühl gehabt, er hat ein paar Punkte gemacht. Ja. Ja, genau. Ja. Also. Ja, ich muss auch sagen, ich komme jetzt aus der letzten Sendung noch mal schlechter weg, weil Krogi hat richtig Fairplay gemacht. Ich habe euch da GTA Online einfach ausgeliefert überlassen. 2 ist aber auch noch ein bisschen sperriger, ne? Ja. Sperriger. Das ist aber wahr. Kann ich den nicht einfach umlaufen? Ich will nur nicht nochmal mit dem reden einfach. Ja, der Sofa einfach so. Ja, ich weiß nicht, wie die Range ist. Ich mache lieber auf Safe. Du läufst in Gefahr, dass gleich wieder neue Monster kommen. Ja, ich weiß. Ich gehe jetzt auch wieder raus aus dem Wald. Ich mache das super geschickt. Also Wälder sind prinzipiell in dem Spiel saugefährlich. Ja, das glaube ich. Oh ja. Aber immer noch recht schönes Fahren und so. Ja, ganz ehrlich, ich denke die ganze Zeit, das müsste neu aufgelegt werden. Oder Gothic 3 am besten sogar noch, meiner Meinung nach. Ja, total. Das habe ich auch gedacht beim Anzocken nochmal, wie schön dieses Spiel ist. Ja. Weil die Stimmung ist einfach so toll. Die Stimmung ist toll, ja, wirklich. Atmosphäre, Edit. Naja, das müsste neu aufgelegt werden, nicht weil es so schön ist, sondern weil es so scheiße aussieht heutzutage. Achso, muss ich erst gegen einen Wolf kämpfen, bevor ich beten darf? Aber die Zeit ist gekommen. Digga, warte, was machst du da? Das war aber, also, sorry, das war auch jetzt ein bisschen dumm, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja, aber du hast gemerkt, dass du verfolgt wirst. Ja, jetzt schüttel den doch erstmal ab. Warum? Achso, ja. Ja, das war eine Frage, aber die wurde mir nicht beantwortet. Lauf jetzt einfach raus, zur Stadt, Mann. Ja, du hast recht. Ja. Hören die gar nicht auf, dich zu verfolgen? Irgendwann. Du musst aber schon ein bisschen sprinten. Also, es gibt keinen Sprint. Nein, also, ich war mir einfach nicht mehr sicher, ob man in den Dialog damit ausweichen kann. Weißt du, was ich meine? Scheiße. Ach so. Also, bei Oblivion kannst du jeden Kampf zum Beispiel unterbrechen, indem du mit Menschen laberst. So, der kämpft jetzt wieder für mich hier. Guck mal, der ist ja noch ein Knüppel. Wirst du von einem 2 Fuß großen Hobgoblin verfolgt? Ja, ich krieg den Punkt für NPC fightet für mich. Jo, ist richtig. Sehr gut. Kann ich mich noch bei dem bedanken? Vielleicht krieg ich dann irgendwie. Pass auf, der haut dich nicht. Obwohl, nee, ich geh weg. So eine Lusche wie dich. Ah, Leute, Tipp für später: E ist Anvisieren der Feinde. Ah, nice. Ah, okay. Oh, pass auf, 2 Blutfliegen beim Liebesspiel. Mhm. Ich geh hier oben. Dieser Sound, den hast du ungefährlich über diese Kante. Ne? Dann haben die dich anvisiert. Ach so, dann E drücken einfach, dann ist man raus. Und da unten ist irgendwie. Nein, die sind ja überall. Ja, aber da unten. Aber die battlen untereinander. Die battlen sich jetzt, Das ist so eine Ménage à trois. Ménage à trois. Ey,
Alter. Musst du nicht mitmachen. Guck, wie witzig das Stroh aussieht. Ich hab weniger. Oh, danke. Das ist ja, es geht ganz von alleine, dieser Punkt hier an der Ecke. Da sind so viele Leute. Ich wollte dich reden. Guck mal her. Sprech dich ab. Guck mal her. Und der Weg in die Stadt? Schweb, hör mal. Ich kann ihn nicht abbrechen. Ach klar. Wie denn? Drück das Cape. Geht nicht. Ja, das ach so, man muss mehrmals spammen, okay. Ich muss weiter, Junge. Ich muss weiter. Du willst mir also nicht helfen? Das werde ich oh, ich hätte mir die Dialoge aber durchlesen sollen. Vielleicht ist da irgendwas mit Handeln oder so manchmal. Weiß ich ja nicht. Jetzt mach ihn dir an, der doch nicht. Jetzt mach halt weg. Jetzt mach halt. Ey, Junge. Ey, was machst du denn? Du bist doch im Kampfmodus. Achso, das habe ich nicht gerafft. Ja. Danke. Easy. Aber trotz. Ah, jetzt. Du bist verwirrt, Walle. Ja, die Steuerung ist halt auch. Walle, noch 7 Minuten. 7 Minuten. Nicht. Okay. 7 Minuten noch. Alles gut. Du hast gesehen, wie du in die Stadt kommst. Stadt. Kurz vor einem Punkt. Ja. Ey, was ist springen? Alt. Okay. Klar. Ich will das Wort verhüpfen. Ich will das ohne Klettern machen. Möchte lösen. Egal. Was ist springen? Ey, das ist. Wieso? Das visiert der denn immer an? Ja, du musst dich da vorstellen, sag mal. Ja, Mann. Ja, manchmal dreht sich die Kamera und visiert irgendwas an. Boah, das war übelst knapp. Okay, Punkt so. Gekriegt. Dankeschön. Halt, Fremder. Was? Ich habe dich nicht durch dieses Stadttor kommen sehen. Doch. Und die Wachen am anderen Stadttor. Warte mal, du bist gerade durchs Stadttor gekommen Stadt und er sagt. Tja, warte mal. Ist ja der Hammer. Ich werde ein ernstes Wort mit den beiden reden müssen. Ach, die sind aber jetzt. Aber nun zu uns. Ja. Ich bin Lothar. Lothar? Lothar ist ein geiler Name. Echt geiler Name. Und wie gut die Rüstung aussieht. Ja, wie krass das ist. Wie, im Vergleich zu den Treppen zum Beispiel. Wie krass sieht diese Rüstung aus. Ja, mega, oder? Die Treppen ist Quatsch einfach. Aber das war früher nicht so scharf. Ne? Das sind doch Community-Patches, oder? Was hast du da ja, ja, ich dass, dass das jetzt so gut aussieht. Ja, ja. Gut. Ich muss weiter. Warte, ja. Du kennst die neuen Gesetze der Stadt noch nicht. Die neuen Gesetze der Stadt? Ach, halt mal, nimm mal eine Wurst. Weil, komm. Ey, wie komm ich man da raus? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Oh, ist er. Ach, das ist er. Steht immer woanders, der Robert. Alles glauben, was man hört. Hallo, Fremder. Hi. Du musst hungrig und durstig sein. Ja, ja, ja. Aber ich hab nichts. Das ist richtig gut. Was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Nein! Zurzeit habe ich nicht allzu viel Auswahl. Smalltalk! Zeig mir deine Ware, Punkt. Zeig mir deine Ware. Ja, ist natürlich deine Ware. Der gleiche Punkt du wie bei dir. Zeig ja. mir deine Ware, mir Punkt. Ja. Bing! Bing! Nee. Ey, ich raff das nicht. Guck mal, seht ihr, was ich meine? Ja, Mann, das ist das Spiel, Mann. Das musst du jetzt durch. Ja, ich weiß. Aber da gibt's wirklich irgendwie nichts, was man machen kann. Mann, der guckt jeden einmal an. Ja, wunderbar. Was? Hä? Seht ihr das? Das war doch bei Krogi nicht. Nee. Richtig. Aber ich habe auch nicht E gedrückt wie du. Ich drück jetzt nicht die ganze Zeit E. Auch 20 Jahre nach Release. Das hier hört Gosling immer noch. Ich darf hier rein, oder was? Ja. Hä? Richtig scheiße. Was ist das hier? Hey. Mann, der mag mich. Halt ein Händler, ja, der hat da kein Problem mit. Ich komm hier wieder nicht raus. Scheiße. Okay. Junge. Junge! Da war. Wie er sich anguckt. Ja, was hast du gemacht? Das ist einfach kaputt. Das ist eine Schmiede. Du hast hier nichts zu suchen. Ja, sehr gut. Sehr gut. Was ist sehr gut? Ja, ich darf hier nicht sein. Ach ja. Okay, schnell rein, ne? Ja, ja sonst bist du tot. So, und schnell bis mittags. Ja, so. Mittags lieber, ich schlafe es länger. Okay, so. Punkt für Walle. Ja. Für Schlafen mit Fremden. Ihr schläft direkt wieder vor. Bing! Walle hat sogar zweimal geschlafen. Zweimal schlafen, als wieder einmal wieder weg. Ein Abschlusspunkt. Ja, da bekommen. Du bist ja gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du hast 8 Punkte, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Okay, das ist echt geil. 2 noch und ich hab noch. Oh, nur noch 4 Minuten. Ja, aber der war jetzt ja. Ach, wie viel hattest du? 10. 10? Und war das 8. Alter Schwede, du. Mhm, gar nicht schlecht. Guck mal, hier hat er den Typen. Nee, warte. Ja, aber der hatte ja Gold, krieg ich das irgendwie schlauer gemacht? Walle, trinke ein Bier, kann man noch machen. Bringe das Spiel zum Absturz, benutze eine Badewanne, Stufen auf. Und da bist du über mir, vor mir, weil du dich noch ausrauben hast lassen. Gold sammeln, Sumpfkraut konsumieren, Fight Club. War das mit dem Bier? Wo war das mit dem Bier? Ich weiß es nicht mehr. Kann ich mir hier nicht Bier kaufen? Oder habe ich Bier dabei? Nee, was machst mehr du denn da? Ich aber nicht. Ich will. Nee, jetzt kann man auch nicht mehr helfen. Ja. Nee, kann man sich nicht angucken, ich Walle. Ich viel zu viel. Es tut mir leid, ich bin zu müde, um euch heute zu flamen. Ich bin zu Junge, halt, Mann. Ich bin wirklich sehr müde. Zeig mir deine Fische, ja. Zeig mir deine Fische. Nee, du hast kein Bier. Fuck, wo war das mit dem Bier? Zeig mir deine Fische.
Zeig mir Junge. Deine Fische. Junge, ich komme überhaupt nicht klar mit der Steuerung. Ach so, man darf nicht A und D drücken. Schade, es darf ja keine Voice-Line. Man darf nicht A und D drücken. Darf man nicht, was dann? Dann guckt der immer die Leute so komisch an. Das ja, kann sein. Was? Was? Bürger, der trinkt Bier. Ich weiß nicht, ich habe nicht aufgepasst. Ich weiß nicht, wo Krugi das Bier hatte. Oh, jetzt bist du... Na, ja. Jetzt, das war dumm, ne? Zeit, ja. Das war richtig dumm. Jetzt Maul, ey. Ja, Ach, ja, hier, Bierkneipe. Ach, das hier ist die Hafenkneipe. Ja. Hey, ich spar dir deine schlechten Sprüche, Kleiner. Stimme zu geil, aber hey. Das war mal. Oh, aber ich Mann, will ja. nicht in die Kneipe rennen. Ich will nur ein Bier trinken, ja. Aber Denzel muss fokussiert sein, verstehe ich schon. Nur ein Bier Chat sagt das auch. Okay. Ja. Denzel muss fokussiert sein heute. Kostet dich 50 Gold. Braucht einen Point. Das war ja mit den 50 Gold. Fokus. Okay, ich bezahle es, vergiss es. Du kriegst nicht ein Goldstück. So nehme ich. Vergiss es, du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt alles, was du hast, sobald du im Staub vor mir liegst. Scheiße. Vorsicht, der greift nein, ein. Nein. Und da läuft er. Zu seinem Kumpel Lukas. Okay, Stufe gestiegen. Immer bei dem Kumpel. Stufe gestiegen. Geil, sehr gut. Ja, ich mache jetzt alles nach, weil eine andere Chance habe ich gerade nicht. Ist okay. Hey, Lukas, alter Gauner. Hey, Lars, alter Gauner. Lars, alter Gauner. Du kannst dich dann noch an Lee. Na klar, Lee, der gute Lee, natürlich, kenne dich, natürlich, liebe dich. Ich bin damals mit ihm aus der Kolonie. Ja, er ist jetzt ich auch. Er hat einen Deal ja, mit. Das war so aufregend. So, ich brauche deine Hilfe, Junge, schnell. Ich brauche deine Hilfe. Und was genau schwebt dir da vor? Baller den weg, Junge. Volles Fuß aufs Maul jetzt. Dieser Typ da belästigt. Der ist doch auch ein Freund immer. Hast du noch Energie? Ja. Das ist skriptet, glaube ich. Hier wird nicht gekämpft. Da ist gar nichts skriptet im Spiel. Das ist skriptet? Never ever. Der einfach auf jeden Fall genauso gelaufen. Der raubt jetzt halt den anderen aus und nicht dich. Ja, ja. Und deswegen habe ich den Punkt hier nicht bekommen. Gold weil eben wurde es nochmal vom Chat gefragt, dass ich ausgeraubt wurde. Ja, wurde ich halt nicht. Nehme ich mal mit. Naja, nimm das alles mal mit. Aber der hat noch ein paar. So, ich steh auf. Ja, der hat noch Kraut oder so. Du hast noch. Aber pass auf, jetzt kann ich. Ich habe noch eine Minute. Ja. Und ich gehe jetzt in die Kneipe. Geh da in die Kneipe. Und schaut, ob diese Kneipe vielleicht etwas zu trinken Pfeil bietet. Wie sieht's aus? Ja! Let's Smalltalk! Ein Bier hat er, ne? Bier. Aber hast kein Gold mehr, ne? Aber wurde eben ausgeraubt. Nein, das wurde mir ja geraubt. Kann ich den rauben hier? 25. Ich mag das gerade sehr. Ach, meine Waffe ist auch weg. Ja. 20. Hau den, Alter. Ja, hau den. Gib mir dein scheiß Bier. Da. Gib mir dein Bier, Junge. Nicht schlecht. Okay, ich hätte eh keine Zeit mehr gehabt. Nicht schlecht. Ah. Ja, ein paar Sachen sind nicht optimal gelaufen, aber ich konnte mir halt auch wirklich viel von Meister Croakman abgucken. Hm. Ey, du hast 9 Punkte und dementsprechend würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ausgegangen. Ich wollte gerade sagen, ist nur ein Punkt fehlt mir ja. Und ich habe auch echt ein paar Fehler gemacht. Ich glaube, zweiten Durchgang wird es auch ein bisschen spannender, ja, weil da muss man das anders angehen. Jetzt machen wir noch alles sehr ähnlich. Ich sag ja, das sind die Hausaufgaben gerade. Das sind die Hausaufgaben, genau. Und ich habe eine auch nicht gut gemacht. Ich wusste das mit dem Bier nämlich nicht mehr. Wo gibt's das Bier? Scheiße. Denzel, hast du Bock? Hoffentlich weiß Denzel es noch. Denzel hat, glaube ich, richtig Bock. Was ist das denn für eine Aktion? Hinsetzen, erstmal verletzen oder was? Ja, aua. Jetzt ist nicht verletzt, beim Hinsetzen. Wir haben das Abendmahlsbild nachgestellt. Da habe ich meine Hand verletzt. So, ich lade. Verstehe. Das Gute ist, dass Denzel nicht so ein Problem zwischen Gelb und Weiß hat, wie Walle. Ja. Damit hat er jetzt auch direkt gefleckt. Übelst schnell hat der geladen. Übelst schnell geladen. Was Leute, haben sie F für Denzel in Chat. Ja, wirklich. Übelst schnell geladen. Das ist die Skill-Arena. Schnell zu laden, EU West. Wie viel Skill braucht ihr? Ja, laden sollst du können. Okay, dann gib mir, ich möchte kurz noch hydrieren. Ja, mach ja, doch mal. Und ich lade noch mal eben ganz vernünftig. Kurz deine Liste hier. Auch an die Leute da draußen. Stay hydrated. Stay high. Und Vollbild. Fs für Denzels im Chat. Für Denzels. Warte, ich muss eben Vollbild machen. Denzel, weißt Bescheid, deine Aufgaben kennst du? Hm. Deine Hausaufgaben gemacht? Dann zieh mich runter. Es geht los in 3, 2, 1, Denzel, go! Entschuldigung. Bitteschön. So, los geht das hier. Los geht das mit Denzel. Also, warte mal, hier. Shit, womit habt ihr mal angefangen? Was lesen, ne? Ja. War das nicht so einfach, ja, das ja. Irgendwie? Linke Maus aus. Ja, easy. Okay. Alter, diese Steuerung, ne? Die Steuerung ist super geil. Also, ich würde dir empfehlen, benutzt nur W. Ersten Punkt. Nicht A, D. Links, rechts Lisa, laufen ist mega dumm in der Stadt. Da geht's noch, aber in der Stadt wird's dumm. Okay. Fuck, warum gebe ich dir einen Tipp? Aber gut, ihr habt mir auch voll viel Tipps weil ich gegeben. Dir auch ja, am Anfang ja, das Tipps gegeben habe. Ja, ich bin noch so im Modus von letztem Mal, euch komplett quer durchzubeleidigen. Ja, ja. Ihr verdammten Quadratlauche. Quadratlauchis! Was ist denn hier los? Ein Schlüssel?
Ja, ich vermute den. Also hier kann man jetzt keine Tipps mehr geben am Anfang, weil das haben wir jetzt zweimal gesehen, Denzel. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Aber du bist ja auf einem guten Weg. So, kriegst einen Punkt. Öffne Tour. Ja. Ich habe da auch mal alles draus mitgenommen. Gib mir das. Nein, ich hab's falsch rum gemacht. Ich hab meinen ganzen Stuff da reingetan. Das war. Oh ja, da bin ich auch fast runtergefallen. Shit. Ah, hier. Alles klar. So, alles klar. Hier, genau. Ich bete. Wo bist du? Gott, zeig dich. Gott, gib mir meinen Gaming-PC for free. Was macht er? Was macht er? Alter, ist einfach mal geil. Okay, hat gebetet. In Ordnung, hast den Punkt. Für Lebenspunkte, selbstverständlich. Drei Punkte hast du. Keine halben Sachen. Drei. Mein ganzes Leben in mein Glauben. 10, 9, 3. Gib mir eine 980 GTX. Ich möchte so schön sein wie Reinke. Ja, so krass ist keiner. Gib mir geile Shader Packs für mein Skin. Ja, die dickste Wumme unterm Case. So ist es. Ja. Hab ich noch irgendwas vergessen hier oben? Hm. Hätte gerne All You Can McDonald's für mein ganzes Leben. Immer. Da habe ich als Kind wirklich noch von geträumt. Ja, ja, das Dick dürfte Max dann ja nicht lange dauern, also easy. Stimmt, ja, das müsst ihr nicht so lange finanzieren. Guck mal, hier ist sowas in der, das trinke ich jetzt. Oh! Schau her, ein Wasser, noch ein, weil ich loote mir. Ist schlecht, guten Wasser dabei zu haben. Ey, ist immer guten Wasser dabei zu haben. Das ist wirklich. Man ist so schnell dehydriert heutzutage, muss ich echt sagen. Aber nee, das gibt einem tatsächlich keinen Punkt, außer wenn du dir das in einen Bottich füllst, dann kannst du eine Badewanne benutzen. Also ich weiß nicht, ob man Gothic so spielen kann. Du hast übrigens ein sehr tolles. Oh, guck mal, smart. Denzel, mach dir nicht einfach nur alles nach, sondern nimmt sich die ganzen Kräuter mit. 9. Improvements. Hammer. 10. Es gibt ja den Punkt. Wie viel brauche ich? 30. Was? 30? Bist du dumm? Ist schon viel, nee, bin ich dumm. Ich kann halt nur nicht zählen. 15. Ich hab die Hälfte. Schon nicht schlecht. Immerhin schon mal die Hälfte. Stabil. Stabil. Digga, Babo. Gold! Oha. Ey, diesen Turm zu erkunden. Eieiei, wie smart ist das denn? Wie viel Gold war das? 1 Gold. Ein Gold. Wer das Gold nicht Gold ehrt, ist den Sieg in der Skiller. Genau. Und für 3 Gold gab's schon Bier. Das ist richtig. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wo du das Bier herhattest. Ich muss unbedingt dieses VOD gucken. Ich muss dieses VOD. Bier für 3 Gold, meine Güte. 15 Pflanzen hast du, ne? Na gut. Nimm das Schaf mit. Es wäre aber so geil, wenn er den volles Pfund aufs Maulspruch jetzt gebracht hätte. Ja, bei so einem räudigen Schaf. Nee, Schafe sind super, Leute. Ich liebe Schafe. Wie viel Gold hattest du? Hast du schon mal 17 gleich? Nee, ist Wacholder. 16. Wacholder, komm her, du. Das ist keine Pflanze, oder? Ah, doch, doch, Wacholder. Nee, das ist ein Schnaps. Ja? Wacholder-Schnaps. Das war in so einer Pulle. Ja. Das Mampf. Junge, der hat das Schaf gefraced. Der hat das Schaf gemacht. Ja, das gerippt, Alter. Schwede, da kriege ich hoffentlich wenigstens die halben Skillpunkte von. Alter, hier und er ist wieder schön am Abschnitt. Naja, Moment, lass den NPC-Mann für dich killen. Gilt das nicht da schon? Der Wolf hat das Schaf gekillt. Boah, ja, stimmt. Oder? Ja. Ist der Wolf nicht ein waschechter NPC? Ja. Na wohl, nee, wir haben gesagt, Gegner. Durch ach ja, stimmt. Der, Schaf, Schaf war kein Gegner. Das kann man nicht als Gegner bezeichnen. Mhm. Es gibt aber einen Herzenspunkt, dass ein Freund umgebracht wurde. Ja, okay, ich mach das freundliche Schaf. Linse ist im Fokus, das mag ich auch. Ja, das stimmt. Ich habe viel zu viel gelabert, das war mir dumm. Genau, du kommst aus den Bergen, das hätte ich gerne nochmal gehört. Leider habe ich es weggeklickt. Ganz schlecht. Du wirst es. Halt's mal, komm, ich bring dich vor die Tore. Die Synchro und dann ist der Wahnsinn. Vielleicht später. Später wird. Nein. Lauf! Ha, hier, Reinke, und du habt doch ein bisschen für Elex eingesprochen, ne? Ja. Habt ihr dann da auch so geredet? Ja, geil. Ich weiß nicht mehr genau. Wir waren so wie wir, glaube ich. Okay, ja, aber ihr redet ja eigentlich auch so im echten Leben. Ja. Vor allem Reinke. Ja, das stimmt. Ja, Reinke hat auf jeden Fall so geredet. Ja, komplett geil. Hammer. Er hat nur über seine 3090 geredet, wenn er Zukunft fahren wird. Guck mal, der Bandit wurde gerade von dem Wolf getötet. Oder? Ja, hab ich nicht gesehen. Also, ich glaube, der Chat würde es bestätigen oder negieren. Die gucken da genauer drauf. Man hätte es gehört durch akustische Hinweise. Da war auf jeden Fall Gefetze. Wenn dann gekommen wäre, dann hättest du meiner Meinung nach einen also müssen wir darüber diskutieren, ob du dann den Banditen zerstört hast. Mhm. Was sagt der Chat? Gibt's da schon. Nein, der lebt noch, wird hier zumindest schon mal geschrieben. Ich hab auch, ey. Ach, Chat, ihr seid aber auch. Aber hier, unser Stani-Guy, der bringt die um. Er macht das hier schön einmal um den Karren, genau. Das ist der Sack. Oh, der ist gleich down und wird nicht ausgeraubt, wenn er hier stirbt. Ah!
ist viel weniger. Guck mal, da ist jetzt weniger. Der Punkt ist am Spiel. Da ist noch ein Goblin, ja. Du Affe! Den Punkt hat er. Den Punkt hat er. Den NPC-Punkt hat er. Ein Mist viel weniger. Ein Mist viel weniger. Haha! Lass mich dich looten. Schwerer Ast. Goblin. So. Goblin. Den Punkt hat er. Hacke. Oh, nice. Wolf. Jung. Nice. Hab ich das jetzt gelootet? Sehr, das sind 9 Minuten. 9 Minuten, okay. 9 Minuten und du hast 4 Punkte. Nicht schlecht. Da kann man noch einiges reißen in den 9 Minuten. Aber Denzel scheint sich zurückzugehen. Er macht das, glaube ich, smarter als ich. Und jetzt, wo er nicht mehr verfolgt wird, nimmt er den Schrein noch mit. Das habe ich dumm gemacht. Ja, er nimmt ja, da sind noch Blutfliegen. Wenn mich eine Blutfliege berührt. Oh ja, stimmt. Denzel ist fast down. Das war das Anvisiert-Geräusch. Heißt das, die sind jetzt hinter mir? Nee, das heißt, die haben dich anvisiert, sollten dich aber nicht verfolgen. Dann du bleibst stehen. Gold. Oh. Apfel. Und ein Apfel. Junge. Apfel. Den kannst du verkaufen. Fischsuppe. Boah, Fischsuppe ist wertvoll, bestimmt. Ja, Blauflieder. Wasser. Lass mich endlich beten, Mann. Ist die Fischsuppe liegt. Jetzt. Alter, geil. Okay. Beten. Bete zu Innos, hat er auch den Punkt. Ich will beten und spenden. Kann ich nicht mein Leben dafür spenden? Innos, das dankt dir nicht Leben, Alter. Der dankt dir, der Lachs. Okay, also Denzel hat jetzt schon 2 Mal abgebetet, ne? 16. Ja. Und hat dafür schön 2 Abmal abgebetet. Ich bin schon bei 17 Kräuter. Er hat den Teufel persönlich und Gott himself angebetet. Ist jetzt super neutral. Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Denzel ist die Schweiz des Betens. Wirklich richtig gut. Du hast jetzt 5 Punkte, Denzel. Das ist die Hälfte von dem, was ich erreiche. Du hast noch, sage und schreibe, 7 Minuten 45. Das ist auch ungefähr die Hälfte. Finde ich eine spannende Frage im Chat. Apfel gleich Pflanze? Ja, eigentlich schon, ne? Ja, schon. Apfel finde ich schon... Apfel ist ein pflanzliches, pflanzliches Ding, so. Ja. Ja. Ich würde so selbst sagen, Rhabarber ist für mich eine Pflanze. Ja, safe. Was soll das denn sonst sein? Nur weil das aussieht wie so Schinken. Also, safe, ey. So, komm, lass mich nochmal in die City. Wer ist das hier? Der ist doch nett. Der wird angegriffen von einem Wolf. Der macht jetzt einen Mega-Fight. Aber das hast du ja schon hinter dir. Ja, aber kannst trotzdem geil anzugucken. Geil anzugucken, aber wenn sie keine Zeit für, lässt das links liegen. Okay, ich habe die ganzen Leute töten lassen, ne? Ja, wie viele Punkte habe ich, ne? Das hast du, ja. Du hast 5 Punkte, ja. Okay. Du wurdest nicht von diesem Ritter-Dude angesprochen, nee, als du in die Stadt bist. Nee, ich war auch weit weg. Und? Ah, okay. Erstmal eins aus. Wie springt man? Alt. Ja, alt. Weiß ich doch. Easy. Der lameste Cheese aller Zeiten. Ja, ja. Okay, du bist der Start, kriegst einen Punkt da. Oh, das hat er gut gemacht. Schön den Ritter gedodged. Warte, du musst aufpassen, ich kann nicht mehr gucken. Muss hier ich pass auf. Hey, Rupert. Rupert, Alter. Hat Rupert was vertickt? Nee, ich hol mir jetzt. Was kann man hier nochmal holen? Denzel, du hast auch. Ja, gut. Ach, warte, Schlafen. Schlafen habt ihr jetzt. Was soll man sagen, ne? Ja, was soll man da sagen, ey? Was soll man da sagen mit dem? Es gab diesen Punkt, da hilft man ja eigentlich nicht mehr. Ja, also, da muss man. Denzel, und hast doch. Das stört die gar nicht, ne? Nee. Denzel, du hast doch. Was? Ja, mach selber jetzt. Oh, da oben sitzt ein ganz fieses Vieh drauf. Siehst Willst du mich verarschen? Was ist das da oben denn? Bar mit dem Stachel, bar. Ja, ja. Willst du mich verarschen? Das haben die nicht gesehen. Das haben die nicht gesehen. Echt? Ja, unglaublich. Ja, wirklich. Guck mal hier. Ja, ey, die Schmiede ist offensichtlich safe. Also eben, da wird man schnell rausgeschmissen. Du hast dir nichts zu tun. Ja, so nicht. Haha, doch, ein Bett. Ja, okay. Okay, Punkt hast du. Bis zum übernächsten Morgen. Ich hab geschlafen und bin ausgeruht. Okay. Schlafe unerlaubt in einem Bett. Nice. Sehr gut. Damit hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte. Mhm. Ja, du könntest also noch im Fight Club gewinnen. Das ist ja interessant. 30 Pflanzen könntest du noch voll machen, würde ich dir an dieser Stelle natürlich auch empfehlen, weil du schon so Pflanzen gesammelt hast. Sieg würde ich dir natürlich auch empfehlen. Oh, stimmt, Wenn du da bist. Ja. Hey, jetzt ist das schon wieder. Oh ja, das ist tricky. Oh, Fenia. Du siehst recht mitgenommen. Oh yes. Lange nicht. Danke, du auch. Er sieht die gar nicht, er guckt nur gegens Brett. Wie da steht's, Alter, wie der ganze Player. Dann wirst du finden, was du tust. Okay. Zeig mir deine Waffe. Da ist er, der Punkt nachgeholt. Finde ich eigentlich auch, gibt fast schon Ehrenpunkt, weil du es nicht auf die gleiche Weise gemacht hast. Wir dachten schon, du hättest es vercheckt, aber du hast es einfach anders gelöst. Wahnsinn. Wahnsinn, was hier geleistet wird. Wirklich. In der Skill-Arena. Diese Leistung hier. In der Skill-Arena mit den Rändern. Das ist aber herrlich. Man verbraucht ja auch die Energie für die ganze nächste Woche immer. Shit. Weil man so viel upskillen muss. Upskillung. So, gib mir den Level-Aufstieg. Verrückt, was machst du denn hier? Guck mal, Freund-Treffen, 500 Punkte. Ja, hasse. Stufenaufstieg hasse. Halt's Maul, Freund. Mach's weg, das hast du doch schon alles gehört. Das ist ja interessant. Sind wir uns schon mal begegnet? Du hast auch 44, du bist gut in der Zeit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, du hast 9 Punkte. Stimmt, er hat hier noch... Und bist mit Walle gleich. Er hat noch mehr Restzeit hier. Ja. Ja, ich hab halt auch viel rumgedödelt. So, wo ist das Bier? Shit, die Geschichte. Ja, das geht schnell, du.
Ja, aber jetzt. Ja. Ich brauch's nicht. Also, schon mal, lass schön dich ausrauben, gewinne im Fight Club, finde eine Orkwaffe, wo ist das Bier? Rat dir ein. Ich mag das, wenn du das so ein bisschen introvertiert vorliest. Ja, das gefällt mir richtig. Rat dir ein. Das hört sich an wie so ein Psychopath. Ja. Das gefällt mir. Genau, die Formulierung ist einfach schön. Wo ist das Bier? Brat dir ein. Wo ist verdammt nochmal das Bier? Ich habe es auch vergessen. Oh, die kämpfen aber sehr gleichmäßig. Ah, Bier! Ich riech's doch. Oh, da ist eine Bierparade. Bierparade. Bierparade, genau. Bierparade. Das ist ja fantastisch. Bier. Punkt. Für noch mich. Nicht trinken. Muss trinken. Oh, oh, sorry. Oh, oh. Hey, komm dir. Halt's. Mach mal Pause. Halt's mal. Andrea. Oh. 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 Nix, ich will nur ein Bier trinken. Wie geht das? Tap. Finn musst du alleine. So, wie kommt man denn da durch? Und was dafür? Ach, das ist das Bier. Ich hab's. Ich hab ein Bier getrunken. Aber es war ein Freibier, oder? Vier. Hab ich das richtig verstanden? Ja, war ein Freibier. Krass, ey. 14, okay, Denzel führt. 16. Ey, dafür ist das Timing im Spiel ist ja mega. Denzel führt, 3 Minuten noch. Das war wirklich hier. Wie, ich führe? Willst du mich verarschen? Ich führe doch nicht. Ja, du führst. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, ne 10, Entschuldigung. 10, ja, ihr seid gleich 10. auf gerade. 10. Ich bin jetzt gerade hinten. Aber hier, Disco-Bier schreibt es auch, that escalated quickly. Ich fand's ja einfach nur geil, diese das Timing, wie sie alle sofort ihr Schwert ziehen. Oha. Die Frau hat ein Schwert! Ey, aber was? Keiner mischt sich ein. Aber geil, ja. One on one. Aber die Frau hat gewonnen. Aber du lebst. Raub mich aus, Frau! Oh, stimmt, das. Nee, so ist sie nicht drauf. Nee, die ist eine drauf. Ehrenwerte Bürgerin. Ist keine Hafen. Hast dich mit der Falschen angelegt. Ist keine Hafenbitch, Alter. Ja, ja. Wieso raubt ihr mich nicht aus? Nee, was ist sie nicht dran interessiert, du? Aber das Licht war eine Qual für Belia. Und alles, was Innos erschuf, wurde von Denn super enttäuscht. Ja, musst du eine andere Schlägerei suchen. Okay, such mir eine andere Schlägerei. So, okay, ich suche eine Badewanne. Adanos aber sah, dass so nichts sein konnte. Okay, eine Badewanne. 2 Minuten noch. So eine Badewanne hat noch niemand gesehen. Nee. Ne? Oh, 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 oh. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo. Volles Pfund aufs Maul, habe ich doch gerade gekriegt, oder? Ja. Das kann man jemand im YouTube-Chat zurückspulen und das überprüfen. Naja, aber willst du aufs Maul kriegen? Das ist doch Quatsch, du musst doch austeilen, du bist doch der Geile. Ach so, es ist so gemeint, dass man selber das sagt. Das ne? geil, stimmt. Das nee. Geil dann Kommando zurück, spul bitte wieder vor. Wie Denzel einfach nur die Frauen klopfen will. Aber geil. Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Greta. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel. Wie geht's? Wie geht's? Wie immer. Aber ich will mich nicht beklagen. Mhm. Tschüss. Schade, ich dachte, die hätte Sumpfkraut oder so. Findest du aus, die sieht aus wie eine Sumpfkrauttickerin. Hey, du. Ja. Warte oh. mal. Du kommst mir bekannt vor. Ah. Was willst du? Irgendwo habe ich dein Gesicht schon einmal gesehen. Er hat Hey, du gesagt, ah, nicht du, richtig. Ne? Ja, er hat Hey, du gesagt. Ja. Okay, jetzt aber volles Fund aufs Maul oder was? Komm, komm. Dieses Bild haben wir bei ein paar Banditen gefunden, die wir... Anscheinend haben die Kerle dich ge... Aha. Ja. Da wäre ich jetzt gar nicht von alleine... Was fasselt? Der will er sich jetzt prügeln oder nicht? Guck mal, der steht immer erhöht. Er kann mit den Leuten nicht auf Augenhöhe reden. Er stand immer bisher auf so einem Ding drauf. Das ist saugeil. Das geht ganz automatisch. Torben. Regis. Regis raubt mich aus. Ein Scheiße. Ja. Und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Regis! Nee, 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 der kann dir gar nicht, der hilft dir gar die nicht. Die haben ja auch alle einen live da. Das noch 30 Sekunden, Mann. Noch 30 Sekunden. Und jetzt? Leg dich nie wieder mit mir an. Raub mich aus! Ja, ja, ja. Er raubt mich aus, die Sau. Oh, damit geht Denzel tatsächlich in Führung. Du Held. Du Held. Sehr gut. In den letzten 10 Sekunden lass ihn nochmal ausrauben. Ein guter, wichtiger Punkt noch. Dieses Spiel nicht schlecht. Ist so ja, jetzt wollte ich als nächstes den Ork töten und das dann durchspielen, aber ich habe nur noch 4 Sekunden. Das ist ja, knapp. Guter. Deswegen würde ich sagen, ab die Post. Ja, ja, ja. Guter Punkt. Guter Punkt, wirklich. Guter Punkt, gut platziert. Ja, ja. Aber warte mal, was gute ist das für ein Viech hier oben? Das ist ja genau, das müssen wir uns mal kurz anschauen. Weil das hat auch HP. Boah, er hat ja, das finde ich crazy, das HP hat. Das ist aber ein Blutfliege. Die Zeit ist natürlich abgelaufen. Die Zeit ist natürlich abgelaufen, muss ich nochmal sagen. Ne? Das ist hier nicht. Ja, nee, nee, guck es sich ja nur an. Ja, das ist ja gut. Ja. Darf man mal. Guck nochmal das. Guck nochmal dieses andere Tier an. Das ist auch ein das hier. Gar nicht so. Leg dich nie wieder. So, sterben am Ende ist wichtig. Applaus. Danke. Komm, wir gucken uns einmal die Punkte an, die sie gemacht hat. Ja.
Das war nämlich eine ganze Reihe, können wir einmal gut zu draufschalten. Mhm. Führe. Du führst tatsächlich mit einem Punkt, denn im Gegensatz zu mir hast du noch den Punkt, lass dich ausrauben. Das ist gar nicht schlecht. Okay. Was dir noch fehlt ist, ja gut, gehen wir gleich durch, ne? Ja. Ich lade mal meinen Spielstand eben. Du kannst einmal das Spiel laden, denn das wird mir schon mal helfen. Okay, dann zack. Ja. Ach stimmt, es bleibt bei der Reihenfolge, oder was? Wie letztes Mal haben wir es ja so gemacht, dass wir es umgedreht haben. Ist die Frage, stimmt. Was macht jetzt hier Sinn gerade? Hier macht Sinn, dass Krogi immer sagen wir es mal so, ich mag es, wenn es brenzlig ist, ja, wenn es spannend bleibt. Mm-hmm. Ich mach weiter. Okay, crazy. Was heißt das? Also einfach gleich Reihenfolge, danach wieder ich, dann wieder Denzel. Dass du nicht nach Hause gehst. Du mach weiter, Leute. Ich bleib hier. Ich kündige jetzt nicht, ey. Ich auch. Ich mach jetzt weiter. Ich mach die Scheiße. Okay, also... Machen wir alle weiter? Wir machen alle weiter. Okay, wir machen alle weiter. Sendung ist nicht vorbei, Leute. Schnell, wir machen alle weiter. Wir machen alle weiter. Ey, komm doch mal rein, ey. Hammer. Okay, komm, ja. Super. Sehr gut. Dann rücken wir einmal alle auf. Weiter. Ich mach weiter hier. Check. Reise nach. Ja. Jerusalem. Also, du gehst hier, Denzel. Du, ach so. Wie geil, du einfach schon. So. Alles klar, ich hab meinen Soll erfüllt, ey. Mir ist alles kackegal. Naja, also gewonnen habe ich ja jetzt schon. Jetzt geht's nur noch darum. Also, man muss worum einmal. Geht's jetzt? Jetzt geht's darum, weitere Punkte zu bekommen, weil es der zweite Durchlauf ist. Wofür? Ne? Also, du hast halt noch nicht gewonnen, tatsächlich. Du hast jetzt eine gute erste Runde gemacht. Du hast die erste Runde dominiert, Denzel. Aber es ist so: Wir haben noch weitere Punkte, die muss ich mir selber nochmal zu Gemüte führen. Brat dir ein, das ist eigentlich sehr leicht. Aber ich habe noch keine Pfanne gefunden. Konsumiere Sumpfkraut, eigentlich auch leicht. Gewinne im Fight Club, naja, gar nicht so leicht. Was auf jeden Fall sau schwer ist. 30 Pflanzen ist viel zu viel. Nein, Mann, das kann man schaffen. Das ist echt. Vor allem habe ich die jetzt im zweiten Durchlauf nicht mehr. Nee, das stimmt. Das ist mies. Das ist echt mies. Finde eine Ork-Waffe und lass den für den Ork. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste. Nee, das Schwierigste ist Boxer, ein Schattenläufer. Okay. Okay. Wie Boxer, ein Schattenläufer ist doch easy, wenn du danach direkt sterben kannst, einen Ork zu töten. Du musst entkommen, steht da. Und entkomme. Mhm. Ja. Das ist das Schwierige daran. Ach so, oh, okay. Die sind schnell, bestimmt. Okay. Okay, ich habe keinen großen Plan, aber wir machen die Scheiße jetzt. Mann, das. Und es wird. Zählt mich rein, Leute. Mhm. Zählt mich rein. Ja, den zählen wir dich mal rein, ne? Ja, sehen wir mal, ne? Mal. Ich will jetzt spielen! Ja, wir müssen nur kurz, muss halt auch der richtige Moment sein, sonst kannst du nicht. Geiler Startmoment. Ich meine, das könnten wir ja jederzeit reinziehen. Eben, das wäre ja lächerlich, oder? Es muss schon angemessen sein, denke ich. Fühlt sich gerade aber ganz gut an, ne? Ich denke auch so langsam. Ich habe Bandscheibe! 3, 2, 1. Geil. Hier, okay. Und das habe ich über Dennis abgeguckt, wo man viele Pflanzen findet. Ja, das habe ich mir natürlich auch gemerkt. Das wusste ich tatsächlich auch nicht. Das ist echt gut. Die Frage ist, würde Xalas einen selber ausrauben? Unser guter Freund Xalas, raubt er einen aus? Nee, das ist unser Kumpel. Einen Weg, wir rauben den doch aus. Du klaust ihm seine Pflanzen. Ja. Cool, hol dir den ganzen Kram da. Drachenwurzel ist übrigens eine sehr wichtige Pflanze. Die gibt dir, glaube ich, Stärke oder sowas. Drachenwurzel. Ja. Gürtel. Ich will den Gürtel haben. Wrestling-Gürtel ist immer gut. Scheiße, Mann. Jetzt kommen langsam die Punkte, wo es wirklich haarig wird. Mhm, auf jeden Fall. Muss man sagen, da muss man sich auch entscheiden, was will man forcieren, sag ich mal. Ja. Aber erstmal würde ich sagen, in die Stadt, weil da. Ja, oder jetzt Pflanzen sammeln. Wie fahren wir? Das kann aber natürlich auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das kann halt auch blöd laufen, ne? Wenn du ewig durch die Gegend eierst und nicht genug findest. Ich glaube, wir müssen jetzt langsam aufhören. Zu helfen, ne? Stimmt. Viele Freude Eier gucken, jetzt müssen wir langsam mal wieder Real Talk. Ja, du hast recht. Hast du eine gute Beleidigung gerade am Start? Ja, guck ihn dir an, der kann auch gar nichts. Ich glaube, der fängt an und ich weiß jetzt schon, der will höchstens einen Punkt holen und dann ist vorbei. Ich kann mir kurz einen Kaffee holen, dann komme ich in 10 Minuten wieder, rock das kurz und fertig. Der geht jetzt direkt auf irgendeinen übermächtigen Ork, überschätzt sich komplett, denkt, er haut volles Pfund aufs Maul, kriegt aber volles Pfund aufs Maul. Das kann wirklich sein, tatsächlich. Ich habe wirklich damit geplant, ob ich jetzt zum Ork gehe, weil es geil ist, aber... Okay, wir sehen, was der Chat wieder dazu sagt. Guck mal, Krogi kitet da die Goblins. Ein Mist, viel weniger. Und der lustige Banditentyp am Feuer hat sie alle erledigt. Oder ist das ein Kumpel? Ne, ist irgendein Dude, aber ich weiß nicht. Das ist bei mir auch ewig, dass ich das gespielt habe. Ich habe ja alle NPCs hier im Kopf. Oder alle Leute. Ich wollte noch. Ja, der Krogi sammelt tatsächlich Kräuter jetzt. Das ist echt krass, okay. Aber wir können jetzt ja ganz gut beobachten, ob das eine gute Strategie ist, ob man das nachmachen sollte. Die auf dem Weg sind, genau, tatsächlich. Ich merke mir jedes Kraut.
Ich nicht, aber ich... natürlich auch nicht. Als könnte ich sowas. Ich werde es trotzdem gleich probieren. Das ist ja kein Skill, das ist ja fast schon Bildung. Also damit habe ich auch nichts am Hut. Guck mal. Wer viel Skill hat, hat wenig Bildung. Ist doch eine ganz klare Rechnung. Oh Mann, da hat aber einer was Komisches gegessen. Ich dachte, es wären jetzt einfach 1 Milliarde Pflanzen. Man kommt aber schon auf Pflanzen, Leute. So ist es. Überall. Ja, noch ein Blauflieder. So, nehme ich alles mit. Uiuiui. Ich dachte, es wären jetzt hier 100.000 Dunkelpilze. Schade. Dunkelpilze, lecker, lecker, auch so Frühstück. Schmeckt's vom Bäcker. Vom Bäcker! Vom Bäcker an der Ecke. So, komm, guck mal, Bandit will dich. Der Bandit soll ich kloppen, ne? Steht das da? Hast du noch Bandit offen? Guck ich grad mal, Bandit. Was sagt Bandit? Lass dich Banditen. Besieg einen Banditen, scheiß drauf. Ja, hast du noch, genau. Halt's Maul, Alter. Halt's Maul. Den kannst du jetzt fertig machen. Aber ich glaube auch nicht, dass das klappt. No way, du hast keine Chance. Der war viel zu crazy. Halt's Maul. Siehst du, was da hat sogar eine Karte. Ja. Was willst du da machen? Angeht. Kennst dich ja aus. Was? Ich hab mich verklickt. Er rennt diesmal weg? Ich hab mich verklickt. Wie hast du ihn denn verscheucht? Das ist ja genial. Ja, Krugi, kannst du aufhören, mal bitte zu cheaten? Alter, ich hab mich verklickt! Ja, aber voll gut verklickt. Was hat er geklickt? Was klickt der Mann? Alter, Krugi mit Junge. Seinem Schwert. Oh, ich bin ja. down! Oh nein. Raubt er mich aus? Das war raubt ja er mich richtig Hyperloop. Raubt er mich aus? Der raubt mich aus. Gib mir den Punkt. Ja, stimmt, den hat's noch nicht. Lass dich ausrauben, ja, gebe ich dir jetzt. Probier das nochmal und versuch auf jeden Fall auch vorher erst die Hälfte der ganzen Kräuter zu sammeln. Ja, gute Idee, dumm. Stimmt. Das war zeitlich richtig dumm. Warum ich bloß mein Abitur geschenkt bekommen? Ja, ich sag ja, man kann nicht beides haben. Entweder Intelligenz oder Skill. Bei mir ist das Skill sehr hoch, deswegen bin ich sehr, sehr dumm. Aber ich war so, kennt ihr das, wenn man so seinen Kumpels was zeigen will, so testosteronmäßig, so Jahrmarkt-Box-Style, ja. Den mache ich fertig, das war, habe ich mich gefühlt. Ah, okay. Ja, ich bin da immer weggelaufen. Scheiße, aber... Jahrmarkt! Okay, okay. Nee, also sobald... Ich scheiße auf die Pflanzen. Also ein volles Futter aufs Maul ging halt. Ich muss den eigentlich besiegen. Jahrmarkt war geil. Nee, ich muss den besiegen. Ich muss den besiegen. Ich brauche den Punkt. Ich muss den besiegen. Jahrmarktophobie. Chemophobie. Ja, wobei, ich finde Geisterbahn schon real gruselig. Und zwar aber nicht, weil der Gruselfaktor stimmt, sondern weil oft stehen so Fellviecher so im Wasser und die schimmeln immer. Die schimmeln? Kennt ihr das nicht im Phantasialand? Vor Schimmelangst, oder? Ja, ist schon ekelhaft. Oh, jetzt das ist mich noch nie. Echt? Schon die Hälfte an Power das weg. Ist mir nie aufgefallen, aber ich achte da jetzt drauf. Das ist wirklich, also diese alten Figuren, die da schon so seit den 90ern stehen, die sich auch so creepy bewegen, die sind alle schon so ein bisschen am Gamen. Ah, okay. Kennst du, auf dem Hamburger Dom ist schon seit Dekaden eine Geistermann mit einem riesigen King Kong davor. Und der hat noch immer noch so Glühbirnenaugen und wahrscheinlich haben sie in den letzten Jahren ist irgendwas zerfallen oder sowas. Aber der ist richtig zerfallen und da musste ich früher auch, wenn ich auf den Dom gegangen bin, gibt's ja mehrere Wege, ich konnte diesen Weg nicht gehen, weil ich Angst hatte. Genau, verstehe ich. Und sowas meinte ich auch damit, ja, wenn die so zerfallen sind, ja. Den kennen vielleicht viele vom Hamburger Dom, den bösen King Kong. Den kennt man, ja. Habt ihr gesehen, dass ich aus Versehen berührt habe und dann habe ich so viel Lebensenergie wieder verloren? Das ist richtig scheiße gelaufen, ja. Ich muss unbedingt schlafen. Ja. Sammeln wir Kräuter. Da, hi. Wir haben ein Off-Topic-Gespräch geführt, weil wir uns diese Misere einfach nicht geben konnten. Genau. Es ist enttäuschend, weil da fühle ich das einfach gar nicht mehr. So, wo ist der Hass oder die Unterstützung? Also, wie gesagt, der Hass war jetzt nachträglich. Ja. Es ist so bad, das kannst du dir halt nicht mehr geben. Auch schlechte Augen, Alter. Du bist doof. Was will der? Wenn du mich einmal beißt, bin ich down. Ja, das ist Tatsache, man hört sie hinter dir. Das ist nicht nur ein Wolf. Was hast du denn vor, Krugi? Willst du uns einweihen? Ja, ich wollte den Banditen töten. Hat nicht geklappt. Du Lump. Und jetzt? Ausgeraubt worden bin ich. Jetzt gehe ich... Sumpfkraut konsumieren. Jetzt... Kann man nicht einfach an einem Sumpf richtig nice das einfach essen? Ach, direkt von der ganzen Pflanze? Ja, so stelle ich mir das gerade vor. Okay. Ja. Guter Punkt. Ey, da weißt du, Walle, das ist Genius. Das war eine ich weiß, wo Sumpfkraut ist. Das ist Genius. Ich weiß, wo es liegt. Geil, Walle. Okay, ich stelle keine offenen Fragen mehr in diesem Format. Hammer. Ja, aber guck mal jetzt. Das weiß ich noch. Wie uns das zeigt, ist ja auch. Ist auch okay, ja. Ist auch gut. Ja, das weiß ich noch. Wenn es auf dem Weg liegt, nehme ich es mit. Ich habe so viel Zeit verschwendet. Wie letztes Mal auch schon. Ja, sehr gut, sehr gut. Ich finde, wir verbünden uns heute ein bisschen gegen Krug. Ja. Letztes Mal haben wir Walle uns ein bisschen rausgepickt. Stimmt. Krug sitzt ja heute hier als Initial, als Partner dieses Spiels. Und diesen Vorteil müssen wir ihn durch unlautere Verbündereien hier. Die das Spiel können, die müssen immer ein bisschen gepiesackt werden. Ich brauche die volle Gesundheit. Gibt's hier ein Bettchen? Ja, ne? Genau, schlaf. Volle Gesundheit. Auch die volle Gesundheit. Immer volle Gesundheit. So, ciao. Oh, schön. Geil, volle Gesundheit, jetzt geht's weiter. Ciao. Du machst das gut, machst das richtig. Wie geht's hier raus?
Es wird einem überhaupt nicht schlecht, wenn man dich spielen sieht. Okay, ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan, endlich. Lang gedauert. Du hast Alter! Hau ab. Oh, hau ab. Eine Karte. Nein. Eine Verwechslung. Was hat er für einen Plan jetzt? Ja. Ich raff's gar nicht. Ich weiß was genau, wo Sumpfkraut ist, weil Walle mir einen Tipp gegeben hat. Und Walle gesagt hat, Sumpfkraut ist im Sumpf. Ja, genau. Walle ist einfach der smarteste Typ. Ja, das ist ich find's auch echt, du meinst doch gerade eben, man kann nur eins haben. Ich bin auch überrascht. Ich bin also hypertalentiert. Können wir so stehen lassen, gar kein Problem. Doppelskill. So, da geht er einmal quer über den Marktplatz, wo die Leute alle... Ich hab was anderes gemacht. Sneakt er sich? Ich hab was anderes gemacht. Geht er. Oh nein, ist das der Eingang, wo man auch reingegangen ist? Pass auf, hier war das irgendwo. Ich weiß es ganz genau. Hier, da ist es. Da, das muss es sein. Das ist doch nur eine Pütze. Sumpfkraut. Da ist aber Sumpfkraut. Oh, ich hab mir den Weg nicht gemacht. Oh nein, er mampft es und kriegt einen. Oh, oh, scheiße. Bin ich high? Ich muss high sein. Wieso musst du high sein? Ja, sonst zählt das nicht. Wieso zählt das nicht? Oh, da. Da kommt die Highness. Alter, dein Schritt ist high. Alles ist super. Okay, Sumpfkraut, Sumpfkraut. Okay, ich muss alles, all, ich muss all in gehen. Ich muss all in gehen. Okay. Das ist ja mega gut, dass du die Zeit verlangsamt hast. Das spielt dir voll in die Karten, da du noch 6 Minuten hast. Stimmt. Die Zeit ist wirklich ein bisschen... Nee. Jetzt geht's wieder. Okay, ich dachte, das wäre die ganze Zeit, weil dann würde ich es tatsächlich als allerletztes machen. Oh, das Bild machen. Ist so krank. Das Bild ist crazy, ja. Ich kotze gleich, Alter. Pass auf, ein Wolf. Ja, der muss erstmal weg. Komm ich sonst nicht hin. Wow. Stimmt ab. Guck mal, da sind Wolf. Komm her. Wieso gibt's keine aufs Maul? Das sieht aus, als hätte der Baumstein Augen und guckt so aus dem Boden raus, siehst du das? Komm her, das muss ich machen. Ich geh all in. Ich will die Scheiße gewinnen, ich geh all in. Was willst du gewinnen? Ich geh all in, mir ist scheißegal. Mit dem Bandit wahrscheinlich. Was ist dir scheißegal? Na, ich mach's. Da ist der Augenbaumstamm. Oh ja, jetzt hab ich's auch gesehen. Geh all in, scheiß drauf. Rui ist all in gegangen, seht ihr das? Ja, ist jetzt schon all in. Er ist richtig all in. Ah, der geht auf den Ork, okay. Das, ja. Zeit hab ich noch. Du hast noch 5 Minuten. Ja, die müssen ja halt auch noch töten. Und der ist schlecht. Ah, du willst ihn locken, du Glocke. Ciao. Komm mit, Mann! Fleischwanze. Der ist halt auch schnell. Okay, noch 5 Minuten. Hey, komm mit. Boah, was für ein cooler Sound. Mega, hab ich auch gerade gedacht. Komm mit, Mann. Oh, das ist ja so schlau. Scheiße. Komm mit. Ja, ja, guck mal da hin, Junge. Hock dich mal lieber da. Oh, nee. Schnack mal mit dem. Du siehst aus wie ein armer Wicht. Guten Tag. Ja, ich bin, hab die gleiche Meinung wie die Wache, halt. Übrigens. Ja. Du siehst aus wie ein armer Wicht. Leute, ohne Wicht können wir der Stadt nicht brauchen. Ey, ich will... Ciao. Hau ab. Hau da schön bloß ab. Ja, das ist krass. Alter, hau ab. Das ist ja mega der Ork. Der kann sie ja alle fertig machen. Spring rein da. Auf seinen Rücken. Guck mir die Scheiße jetzt von hier an. Das ist ja... Spring auf seinen Rücken. Ein reinster Logenplatz von hier. Kämpf wenigstens ein bisschen. Nein! Kämpf ein bisschen auf mehr. Auf keinen Fall! Keine Zeit mehr. Mann, wie lange kämpft der denn noch? Noch nicht mehr viel. Das ist ein Jagger-Ork. Pass auf, der... Er hat den umgehauen. Hat's geschafft. Den nee, doch nicht, oder? Oder eine. Wie viel sind da unten im Graben? Der hat's nicht geschafft, der eine. Oh Gott, ob nicht schafft er. Weil der, ich komm nicht mehr in die Stadt, der bringt mich, der ist ja... Hoffentlich schafft er das, Mann. Wieder. Oh nein, der Ork ist tot! Nein! Du Mistvieh! Du Mistvieh, Alter. Leute. Und die Ork-Axt, 2 Punkte auf einmal. Oh, der hat die Waffe, nein. Warte, ich war noch falsch. Wo ist sie? Oh, ich bin ein Ork. Ich bin das Dago. Okay. Aber von hier komme ich halt nicht in... Komm ich von hier in die Stadt? Ich weiß nicht. Wo war denn jetzt der... Da ist doch ein Schild, Krugi. Oh Mann. Da ist Mika. Mika hat Käse. Bei dem. Oh, lecker. Gold. Ein und Stängel der Sumpfkraut. Kannst du nochmal rauchen? Ja, das. Die Zeit wieder schön langsam vielleicht. So viel Zeit muss sein, sag ich immer. Achso, das machst du einfach nur just for fun. Ja, ja. Ja, okay. Oh shit. Wo ist der Wolf? Ich brauch das Fleisch. Erinnert ihr euch? Stimmt, wegen des Bratens. Brat jetzt mal einen, Krogi. Hä, der war doch hier irgendwo. Alter, jetzt ist das hier anvisiert. Ich hab's mir völlig kaputt gemacht.
Ja, so langsam setzt die Panik ein bei Krugi oder merkt, dass er sich ein bisschen verzettelt hat. Bisschen verzettelt. Zeit knapp. Ja? Jetzt quatscht er aus Versehen wieder mit der Stadtwache und er merkt, dass er unkonzentriert ist. Scheiße, jetzt sind beide da. Und jetzt muss er sich richtig zusammenreißen, dass er den Kahn nicht noch richtig vor die Wand fährt, weil so ein Fauxpas nach dem anderen leistet er sich jetzt. Finde ich auch, ja. Hängt überall fest. Und du kannst ja diese Punkte, die er gerade gemacht hat, in 3 Minuten machen. Du weißt ganz ja, wie es genau. geht. Genau, er hat es ja gezeigt. Ja. Das ist ja schrecklich. Das ist ja wirklich schrecklich. Das sagen auch schon die Leute. Sie erkennen, dass du ein drogensüchtiger, skillloser Prügler bist. Ich muss in den Hafen. Da geht er in den Hafen. Oh, Abkürzung in den Hafen. Da kennt er die Shortcuts. Alter, aber, oh, aber das ist gefährlich. Auf der Mauer. Ist fucking hoch. Das weiß ich jetzt nicht, ob man das machen sollte. Aber ich würde es mal probieren, Krogi. Ich denke auch. Einfach. Das muss klappen, oder? Das ist viel zu hoch. Das ist ja schon ein bisschen feige jetzt, ne? Dass du das nicht einfach mal gemacht hast. Wie lange habe ich denn noch? Hochklettern und ganze 2 Minuten. Nicht mal. Nicht mal, Krogi. Eigentlich eher so. Ja, Vorsicht. Guck mal hier, da ist Alvin. Ja, kletter da mal hoch. Das ist gut. Komm ich schnell ein. Sehr gut, sehr gut. Geht er über die Dächer? Der alte Spider-Man-Trick. Oder wer ist immer? Batman war das, ne? Spider-Man und Robin, ja. Nee, die sind mit dem Auto gefahren. Hey, was macht der denn da auf den Dächern? Ich kann nicht. Jetzt dreht er völlig durch. Ja, ne? Hier Spruchrolle. Eine Spruchrolle. Ging mir auch nichts. Liegen da oben oder was? Es gab auf den Dächern auch mal Gold. Ich weiß das. Ja, klar. Was ist das denn für ein Quatsch? Oh, oh, oh. Ach, da. Ja, siehst du, ein Lederbeutel. Was ist das? In dem Lederbeutel. 25 direkt. Jetzt hat er 36 oder so. Oh, krass. Er kann. Kannst du ja noch handeln im Bordell. Trank. Ja, ein Trank. Wie lange habe ich noch? Du hast nicht mehr lang. Eine Minute. Letzte nicht Minute. Mal. Nicht mal, aber 50 Sekunden. Ja. Ja. Guck noch mal in dein Inventar sonst. Eieieiei. Nee. Kannst auch jederzeit neu laden, wenn du meinst, dass ja, du hier nicht. Das ist gar kein Problem. Ja. Guck mal, ein Lederbeutel, der hat die ganze Kollektion mittlerweile von. Nein! Ich lade 81. 61. 61, okay. Scheiße, er kann irgendwo reingehen. Er hat aber nicht mehr viel Zeit. Geh random in die Kneipe, das ist schön, da war ich eben. Ja, in der Kneipe, da ist auf jeden Fall, da kannst du dein Geld loswerden, ja, Krugi. Das ist da gut. Würde ich definitiv. Ey, du Fund. Ein Cossack 2 beenden. Soll ich mich denn noch alles. Nee, ne. Gehört dir der Laden hier? Und 10, 9, 8, 7. Ich hab 50 Gold gegeben, ich will mich amüsieren. 5, 4. Ich hab mich 3, amüsiert. Ich hab Gold 2, gegeben. 1. Ich 0. Hab doch Gold gegeben. Ja, aber das war ja nicht der Punkt. Nicht bezahle im Bordell. Lass uns hochgehen. Lass uns hochgehen. Oh, okay. Super duper grenzwertig. Oh, lass uns trotzdem angucken, wie es da abgeht. Gibst du, nur da fährst du es. Scheiße, immer. Ey. Scheiße, ey. Das war aber knapp. Kontrolliere nochmal ganz kurz, ob da alles, alles dabei richtig war. Aber Kontrolle. Kontrolliere hier gar nichts mehr. Ich habe so viel Zeit verschwendet am Anfang. Ja, ja, das war wirklich. Ich habe so viel Zeit verschwendet. Ich möchte jetzt wresteln. Ja, du kranker Plepp, ey. Kannst du auch. Du bist jetzt dran, oder was? Ich bin jetzt dran, ja. Okay. Na gut, na erstmal gut. Kurz noch die Punkte. Guck mal, sie geht nach oben und wartet auf mich. Seht ihr das? Ja. Die Beine könnt ihr noch sehen. Genau, kannst du ja gut sein auszahlen lassen. Ich bin unzufrieden mit der Darbietung. Bin unzufrieden. Hat Laden, zu lange ne? gedauert. Am Tresen, hat zu lange gedauert. Walle will noch mal spannern. Ja, ich nehme deinen Spaß jetzt halt noch mit. Ach, Manu. Ja gut, du musst ja eh so meine Tabelle da erstmal aufrufen und alles. Ja, wie viele Punkte habe ich denn? Die nächsten check das mal. Stunden gehören nur uns. Es ist 14. Zeit, dass du dich entscheidest. 14 Punkte, das ist viel. 14 Punkte. Leute, ich brauche ein paar Stunden. Kriege ich mehr als 15 Minuten? Die hat gesagt, die nächsten Stunden. 14 Punkte, na gut. Gibt's so eine geile Animation? Oh ja, oh. Oh, nice, Leute. Können wir das überhaupt zeigen? Na klar. Hey, das ist... Das ist sowas gab's damals schon. Das habe ich aber als Kind nie entdeckt. Wie teuer das gewesen sein muss, so eine Sequenz dafür zu produzieren. Ja, aber es halt, oder? Oh Mann, hätte ich das mal mit 13 gefunden. Ja, das ist ja jetzt ein kleines Vorgehen. Wärst du jetzt Drogendealer? Ja, heute ist die Grafik halt outdated. Ja. Sonst ist natürlich alles gleiche mit 13. Aber sie haben sich halt direkt verliebt. Das ist gut, cool. Ja, Hammer. Das ist cool. So, jetzt lad mal, Alter. Es geht hier um. Du hast doch da Tabellen. Ich hab Tabellen immer. Geregelt. Ja, okay. Doch kurz einmal. Ich wollte doch nur mal ein bisschen Spaß auch im Leben. Zieh noch mal. So, spielen. Wo ist denn das Weiße jetzt? Ja, wo ist das Ding? Ich mag diese Sitzreihe wirklich sehr.
Ich auch. Ist richtig schön. Ja, ist wie eine Bank. Ja, ich hab bei uns Kroketten bestellt. Gleich vom Kroketten. Ich hab's gerafft. Ja, ein paar Schnitzel. Ich hab's gerafft, Leute. Ich glaube, es hat geklappt. Magst du Kroketten gerne? Kroketten sind ja im Grunde wie Pommes für Arme, aber stehen denen nichts nach, oder? Nö, gar nicht. Die haben eine schöne Panade. Ja, eben. Es gibt aber große Unterschiede, wie bei Pommes, finde ich. Ja, finde ich auch. Auch wie du die zubereitest, ist auch noch alles. Also, da ist mehr dran, was man falsch machen kann. Ne? Also richtig, mehr richtig Kern, genau, der ja. Kern kann, ja? Muss man sagen, der Mann lasst weiß uns der Mann weiß, Kroketten später weiß, vertiefen. Der Mann hier. Ja, genau. Also, dann Valentin. Valentin. Bist du bereit? Der Krogi zählt dich, glaube ich, gleich runter, wenn er die Muße dafür verspürt. Ich guck mal kurz. Telefon, ist der Chat auch ready? Moment, genau. Chat ready? Valle, du musst noch kurz. Hol mal den Chat Telefon raus. Ja. Ja. Kann mich auch an keine Badewanne erinnern, bitte geschrieben. Ja, das stimmt nicht. Ja, das finde ich ganz witzig, wenn da so ein Trollding drin ist. Kroketten sind schon toll. Rotes Logo gleich live. Und ob wir wirklich live sind, wird Valle jetzt beweisen, indem er Punkte macht. 3, 2, 1. Valle, viel Spaß. No pressure. Aber gut. Ich brauche ja Punkte. Weil die Zeit läuft ja, ne? Aber eine schöne dicke Krokette ist schon der Pommes Haus hoch überlegen. Ist hier nicht was. Guck mal, eine schöne dicke Krokette, wo innen drin die geile Scheiße drin ist. Nee. Du hast außen nur eine Panade Gold. Stell dir mal die Farbe vor. Ich finde, das ist schwierig. Ich finde, die sind so ähnlich, dass sie einfach beide gleich sein können, oder? Du kannst sagen, Kroketten sind besser als Pommes oder andersrum. Ah, doch, safe. Die Kroketten haben doch so einen dicken Mantel. Ja. Die haben doch so einen Anorak an. Ja, aber das macht's doch nicht gleich besser. Das ist eine andere, das ist eine andere Darbietung. Das ist ähnlich, du kannst ja auch nicht sagen, Curly Fries sind besser als, als Kartoffelwedges. Kann ich schon sagen. Doch, stimmt. Kartoffelwedges sind manchmal ein bisschen scheiße, weil da ist ja häufig dann noch die billigen sind sehr schlecht. Wie heißt das, die Schale dran? Ja, Schale und dann ist das Gewürz kacke. Und so. Gut, Gewürz muss man außen vor nehmen, aber unterm Strich sind Kartoffelwedges schon schlecht. Aber manchmal gibt es ja bei Burger King so Crazy Pommes, ne? Diese Gitterpommes. Ja, geil. Crazy Pommes. Ja. Crazy Gitterpommes. Guck mal, der Valle legt übrigens los, ne? Das nehmen wir nebenbei zur Kenntnis. Ja, ey, ich muss schon sagen, das Ork-Ding, ne? Nur um euch mal ein bisschen Druck zu geben. Ja, das fand ich einfach bestimmt. Das hätte auch dick in die Hose gehen können, ne? Muss ich mal sagen. Aber ich weiß nicht, ob man die Sachen auch verkaufen kann. Kann man vielleicht. Ja, klar. Kannst alles verkaufen. Ist doch ein Marktsimulator. Eben. Deswegen, ich baue darauf. Aber ich weiß nicht, warum ich im ersten Run ein Schwert hatte. Ich vermute, ich habe die Truhe oben gerade vergessen und es war da in der Truhe mit dem Schlüssel und ich muss blöderweise Zeit verschwenden und nochmal zurück, weil ohne Schwert kriege ich ja nichts gebacken. Auf jeden Fall, du musst da nochmal hoch. Ja. Gut, ist mir das noch eingefallen. Das ist mir gerade im Inventar aufgefallen, da ist kein Kampfgegenstand gewesen. Nur blöd, wenn du dich irrst und das doch nicht in der Truhe ist. Aber Pommes macht wirklich jeder, das hast du auch. Deswegen haben sie eigentlich gewonnen. Das verstehe ich auch teilweise nicht. Was ist so krass an Pommes, dass alle die mögen, besonders Kinder? Alter, es ist einfach perfekt. Es ist die Stärke in Kombination mit Fett. Aber Fett. Warum sind Kartoffeln, ich meine, Fett, Junge. Alter, weil die so geil sind. Ja, und mit Mayo und allem. Und hast du schon mal... Ja, aber guck mal, wenn du eine Kartoffel in die Fritteuse schmeißt. Ja, ist geil. Ist mega. Ja, also nicht eine ganze, habt ihr das mal gemacht? Nö, aber geschält ist, glaube ich, geil. Ja, jetzt sagst du, glaube ich. Ja, lass machen. Ich würde das jetzt zur Diskussion stellen und sagen, eine Kartoffel einfach in die Fritteuse zu schmeißen, ist nicht so geil, wie wenn man sie vorher in lustige Streifen macht. Streifen schneidet. Und... Keine Ahnung warum, aber das alleine ist schon Zauberei. Ey, wahrscheinlich kommt es auf die Dicke der Kartoffel an. Wenn du eine ganz dicke Kartoffel nimmst, muss die sehr lange in der Fritteuse sein, ist die außen schwarz, das ist das Problem. Wenn du jetzt eine kleine Kartoffel nimmst, so Drillinge oder so, weißt du, und die schmeißt du in die Fritteuse, dann wird das, glaube ich, genauso schmackhaft und geil. Gut, andere Form. Moment, mega. Aber wie macht dann Jumbo seine Pommes? Jumbo? Wer ist Jumbo? Der Typ von Galileo. Von ProSieben. Ja, genau. Der hat einen Fan und das ist Valentin. Jeder kennt Jumbo. Ja, jeder kennt Jumbo. Chat, ihr kennt auch Jumbo. Jeder mein großes Vorbild. Ich arbeite daran. Jeder kennt den Rutschentest und jeder kennt Jumbo. Ja, genau. Warum machen wir eigentlich nicht mal einen Rutschentest in der Skill Arena? Sorry, wer besser rutscht? Lass uns lieber Mystery machen. Skill Arena Mystery. Wo kommt Valentins Skill her? Fragt man sich. Das fragen sich die Leute tatsächlich schon lange. Er müsste Buster machen. Ja, hat Valentin wirklich Skill? Egal, lass uns auch nicht. Ich habe hier aus einer Streichholzschachtel und etwas Spritzschaum eine total scientific zugelassene Apparatur gebaut, Valentins Skill zu testen. Ja, das ist gut. Jetzt pumpe ich hier diesen Luftballon auf und dann sehen wir, ob Valentin Skill hat. Und dann kommt zum Ende der Sendung, komme ich rein. Egal, ich habe TNT. Ja. Lass uns diesen Wohnwagen in die Luft jagen. Ich liebe das. Sendung vorbei. Besser geht's nicht, ey. Echt? Ich hab das immer gehasst. Hä? Weil es so absurd war. Das irgendwie, es war immer nur albern. Seit wann brauchst du denn immer eine Kausalkette? Brauchst du immer eine Kausalkette, Dennis? Nein, aber irgendwie, dass wenigstens am Ende du auch was lernst. Oder dass du wenigstens
die Aussage am Ende war so wertlos. Ja, das stimmt. Das hat mich so geärgert. Die Aussage war... Ja, man hätte es ja auch ein bisschen scientificer machen können. Ja, das stimmt. Aber einfach nur so aus Gag, dass am Ende nichts bei rauskommt, das hat mich immer gestört. Das waren die 90er. Beiden. Wir hatten nicht viel. Und ich finde, man merkt, dass die beiden sich eigentlich nicht abkönnen. Das oder? Stimmt, die hassen das sich. Das merkt man auch so. Also, ja, der eine ist warum ist diese Sendung erfolgreich? Ich habe es nie gerafft. Ja, weil der so eine schöne Mütze hatte, der eine. Echt? Ja, so eine waren auch noch beide sahen wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Aber das, die Formatidee war doch gut. Ja, klar. Die Format, ja, die Idee war gut, klar. Lass uns das doch mal machen. Ja, richtig, denke ich auch. Wir brauchen nur TNT. Ja, ich auch. Nur eine kleine Atombombe, explodiert die wirklich. Fuck, ich habe schon 5 Minuten gewastet, noch keinen Punkt. Ja, aber dafür hast du gut am Gespräch teilgenommen. Dafür wolltest du eigentlich eine extra. Aber man muss ja auch immer, ne, braucht eine gewisse Vorbereitung für die Punkte und da bist du ausgezeichnet drin. Das stimmt, also, die Punkte werden jetzt Sekunde auch eintrug. Super quick folgen. Ich denke auch, also du bist... Super quick. Genau. Ich mag's gut, gern, ich mag's gerne... Wie weit man gucken kann in dem Spiel mittlerweile. Das haben wir gerade auf Maximum noch gestellt. Ja, das ist einfach geil. Das hat Waller auch gerade gesagt, dass das so mega cool ist, dass man bei alten Spielen jetzt alles so mega auf Maximum stellen kann und teilweise sogar noch in INI-Dateien darüber hinaus. Ne? Das ist darüber hinaus, übers Spiel hinaus. Also wirklich übers Spiel hinaus, ja. Ja, über die maximalen Einstellungen, die ja nicht immer tatsächlich maximal sind. Ne? Bete, du verdammter Gott. Du wirst gestecht. Kriegt er noch einen Punkt? Gestecht. Er betet. Er betet wirklich. Er hat einen Punkt gekriegt. Er hat einen Punkt. Ja. Ich hab den Fuck. Er Mann. Ist aber sowas von weg hier. Er hat einen Punkt. Gott hat mich beschützt. Zum ersten Mal. Er hat einen Punkt gekriegt. Applaus. Er für Walle. Ich dachte, er wird da weggestochen. Habe ich auch gedacht. So einen Mist. Ja. Walle kriegt die olle Blutspeichelfliege hat aber auch einen richtigen Hand. Komm, so viel Zeit muss sein. Das ist absolut unsympathisch. Aber ich gönn dir das. Ich gönn dir das. Also man hat mir gesagt, darum geht's bei dem Format. Ja, natürlich. Es geht darum, dass Walle zeigt. Nur ich hab dieses Briefing bekommen. Aber du hast plus 2 Sekunden gekriegt, tatsächlich. Oh, geil, geil. Ja, sowas gibt halt Bonuspunkte. Ja, da ist die Regie. Da ist die Regie gut drauf. Ja, das finde ich sehr freundlich. Mann, Chat, schreib mal was Cooles. Walle sieht richtig cool aus heute, steht danke, hier. Danke. Ist nix Cooles. Warst du wieder bei deinem Haarmodel-Job oder was? Ja. Der ist hängen geblieben, ne? Ist da oben hängen geblieben. Der ist komplett hängen geblieben. Ja, da kannst du nämlich jetzt deine Zeit vertrödeln. Sehr gut, sehr gut. Jetzt noch ein bisschen hin und her. Verbummel mal die Zeit. Nix kann ich drücken. Ja, ist gut. Bringst zum Crash. Ja, guck mal, geht. Bringst zum Crash. Lal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 
Nein, nein, das ist ja alles. Machen wir doch nicht Walle. Wir lieben uns. Eigentlich haben wir uns lieb, nur in der Sendung halt nicht. Das stimmt. Ich bin alle nämlich gerne gesehen. Ja, aber bei mir sieht das gerade, diese Runde ist wirklich eine einzige Laufscheiße. Ja. Hab ich das Schwert nicht mitgenommen? Ach, puh. Oh, der Wolf hat gewartet, netter Typ. Komm her, Krogi, komm her. So, komm doch. Ich hab einfach 5 Minuten durch diesen Weg jetzt verloren. Ja. Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich bringe meine Cousins mit. Die haben auch Rücken. Oh Mann, was für kolossaler Lose. Ey, ich muss jetzt noch schnell. Wie viel muss ich? Ich muss 5 oder 6 Punkte in 5 Minuten machen. Ja, eigentlich ist egal. Ich weiß eh nicht. Doch. Du brauchst noch 4 Punkte. 4 Punkte, easy. Ich snack euch die 4 Punkte. Sowas von weg. Ich snack die 4 Punkte einfach mal weg. Du hast nicht mehr viel Zeit. Das passt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich. Ich bin da eben drüber gegangen da oben, weil ich dachte, ich dodge dann die Feinde. Du bist doch auch so ganz schäbig zwischen Kante und Zaun gelaufen. Ja, aber jetzt kannst du es ja richtig machen. Probier's nochmal. Ein Scheiß. Da kommt dann Johnny Boy. Ja, ich hätte gar nicht ausweichen müssen. Ich bin auch. Ja, Mann, ey, was soll ich denn sagen? Heute. Oh. Tja. Wo ist denn der Skill heute? Weniger Zeit ins Haarewaschen investieren, mehr Gothic üben. Ja, ich hätte üben sollen. Das war mein großer Fehler. Ich hab nicht geübt. Aber jetzt First Try. Wie, ich hab nicht geübt? Oh! Speedrun galore! Slido! Das war ja der Cheese! Der durchgedüst. Das war der durchgedüste Fake-Cheese. Weil es für mich richtig durchgedüst hat. Alter, wie du da sitzt, einfach wie größtes Glücksgefühl. Ich bin einfach ein durchgedüster Typ. Da, Jump! Was macht er jetzt? Komm, ey, kann der Jump bitte in den Highlight-Clip rein, bitte? Der war wirklich Wahnsinn. Also, Parkour, Mann. Der hat alles wieder wettgemacht. Ich bin happy. Du hast es wieder aufgeholt mit dem. So, wo ist hier das Bier trinken? Das habe ich ausgezogen. Der Freisuft-Junge. Das habe ich komplett ausgezogen. Das sind auf jeden Fall viele coole Sachen jetzt im Chat geschrieben worden. Deswegen, es war parkourmäßig. Nein, Walle hat das Bier getrunken. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Er hat es noch nicht mehr im Inventar. Lord André. Hey. Lord André. Wie kriegst du das da? Bier, Bier. Ja, Junge. Snatch? Genommen hat das. Aber trinkt das auch. Und er trinkt. Oh, Mann, Wahnsinn. Er ist einfach zu gut. Okay, okay. Er hat den Skill drauf und er weiß das. Dann gab es doch hier noch irgendeinen Megatrick. Da gab es den Megatrick, genau. Wenn man hier lang geht und gleich da einmal dreht und jetzt wieder zurück. Das ist echt so. Dann, genau, jetzt musst du wieder zurück. Dann ist alles so richtig geil. Genau, hier dann da lang. Mhm. Genau, da. Eins der großen 10 Easter Eggs. Bei der Mauer dann ich da. Ich hab nicht aufgepasst, wie Krogi genau aufs Dach gekommen genau. ist. Genau, und dann ich glaub, von hier. Ja, ja. Genau, lauf zurück mit Anlauf. Ja, halt, ja, nee, mehr Anlauf. Mehr Anlauf. Okay, und. Zack. Wollte nicht auf mich hören. Das war ja großartig. Ich dachte, es wäre zweimal mehr Anlauf, aber nein. Das war der schlechteste Sprung aller Zeiten. Nein, der war eigentlich voll gut. Schlecht. Doch, das ist so, wenn du Parcours machst und du siehst das Ziel, denkst du, ich schaff das schon. Also, ich bin mir ziemlich sicher. Ich bin halt genau mit dem Kinn aufgeklatscht. Ja, genau. Leute, guckt jetzt an, ich schaff das. Ja. Und dann schnitt krank. Das ist eine Badewanne! Eine Badewanne! Ich bade! Ah. Das ist doch keine Badewanne. Alter, was ist denn das sonst? Welches Land ist das eine Badewanne, Alter? Das war der Waschtag damals. Da stinkende Fische drin, Alter. Das ist doch keine Badewanne. Das ist doch keine. Was ist denn bitte sonst eine Badewanne? So haben wir damals noch. Samstags war Waschtag. Da haben wir drin gebadet. Was, Chat, in einem großen Chat, Chat votet, das war ja wohl der Badepunkt. Wie ist dein Name? Mogi? Ich hab Samstags dann aus deinem Badewanne getrunken. Ja, sorry, aber. Dein Problem! Weißt du noch, als wir Schirkan getroffen haben? In der Badewanne? Das ist doch ganz gut. Schirkan? Ja. Der ist doch Genghis Khan. Ja, das soll der Chat entscheiden. Also, das sehe ich nicht als Badewanne. Ja, Chat entscheidet, wir brauchen ein Vote, Leute. Also, hat Walle gebadet? Da will ich nochmal an die letzte Episode erinnern, wo ich auch mal Pink gesehen habe und so. Ich weiß nicht. Aber vielleicht in das Hamburger Mietpreis-Badewanne, das kann natürlich sein. Dass Walle so erzogen ist. Wo war denn hier dieser Sumpfausgang? Ja, hier ins Wasser links und dann. Ich glaube, das war so nicht. Oh Mann, was hat. Ich glaub, der musste. Safe Badewanne. Alter, die Dächer. Safe. Sind Dächer. Guck mal, Walle hat Dächer. Okay, ich habe noch 2 Minuten. Das schaffst was? Du nie. Nein, das Leute, was ist denn los bei euch? Was soll denn dann eine Badewanne sein? Ja, es wird gewotet. Ich bin doch Badeprofi, das wisst ihr doch. Google ich bin mal. Badeprofi. Ja, mal. Das wäre geil, wenn du Werbung für Badewannen machst. Mach ich doch. Ich bin ja Badeprofi und ich weiß, dass das hier zwar nach Fisch stinkt, aber eine 1A-Badewanne ist. Leute, ihr kennt das doch. Googelt mal, Valentin badet. Ihr findet so viel geilen Content. Ist das Fans Only oder? Nee, ihr kriegt das sogar for free. Ich mach das noch nicht mal über OnlyFans. Ey, Walle, was machst du denn jetzt eigentlich, da ja bei sehr OnlyFans gut. kein Porn mehr erlaubt ist? Mit dem Anlauf besser, aber wie willst du jetzt dein Geld verdienen? Egal, ich hab mein Geld. Ich hab mein Geld. Easy, Leute. Ich schaff das noch. Okay. Du hast Geld, ne? Ich hab das mit dem Sumpf zwar verkackt, den hab ich nämlich nicht mehr wiedergefunden. Ey, das mit dem Ork war so gut, Krogi. Mann, da muss man auch einfach mal ein neidisches Lob raushauen, ey. Komm, jetzt komm mir nicht so an.
Was ist denn mit dir hier? Hey du, wo bist du hin? Das war 1,20. Der hat Hey du gesagt. Ich will Hey du sagen. Du hast keine Zeit mehr. Ich will mir noch einen anderen Punkt suchen. Seefahrer und du? Das schaffst du. Seefahrer, Junge. Also, na, danke, Junge. Du musst erst mit der Frau noch reden. Das geht nicht so schnell. Das krieg ich hin, du. Gehört der Laden hier dir? Gehört dir der Laden hier? Ja. Ich bin Bro. Und wenn du meinst, du bist Bro. Komm nicht auf die das Idee, ist Bro. Ärger zu machen. 50 Goldstücke, Junge. Ich will mich amüsieren. Gut. Ja, soweit war ich auch. Geh mit Nadja nach oben. Wo ist sie? So. Ja, hey, Nadja. Nadja, komm. Nadja, was geht? Lass uns hochgehen, Mann. Schnell. Lass uns hochgehen. 48 Sekunden. Heute ist dein Glückstag, Süße. Ich weiß, heute ist dein Glückstag. Schon wieder zweimal. Ah, die ist aber sehr langsam, ne? Alter, scheiße, echt? Nein, noch 39 Sekunden. Ist das schon Zwinkel-Zongi-Time? Ich glaube nicht. Das gehört schon dazu. Ich gehe schon mal vor, Nadja. Ich zieh mich schon mal aus, es dauert immer ein bisschen. Ich gehe schon mal hoch. 30 Sekunden. Ich gehe schon hoch. Sehr gut. Nadja, ich bin da. 30 Sekunden. Nadja, ich fang schon mal an ohne dich, okay? Nadja. So, schaff Nadja es in 20 Sekunden. Nadja! Kommst du noch? Wo ist Nadja? Nadja. Du musst doch ein bisschen. Bleib wo du bist, ich mach's wie immer. Die Hand ist schon am Schlüssel. Wie immer. 10. 9. Nadja! 7, 6. 0. Da ist sie. Nein, da kommt sie. Warte mal. Amüsier mich. Die nächsten Stunden. Und Max! Wir sind schon in meiner amüsierten Kino. Das war ein Zweifel. Ich werde dich sowas von amüsieren. Ja, Chat entscheidet ihr. Muss eine Challenge sein. Chat hat, glaube ich, schon, ich weiß nicht mehr, wo da geht. Das war gegen die Badewanne gestimmt. Ja. Das könnt ihr mir da geben. Come on. Ich habe verloren. Das ist doch nur noch ein Punkt für. Ey. neues Wort. Da habe ich verloren schon, oder was? Ich bin auf jeden Fall hinter euch beiden. Das heißt, für mich war es das leider. Ich bin offensichtlich generell geskillter Typ, also, aber kein Gothic Pro. Du hast gerade, jetzt gehen wir mal durch. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, du hast 11 Punkte. Schwach. Ja. Und würdest, wenn der Chat dir wohlgesonnen ist und sagt, das hat noch gezählt, ich weiß es nicht, würdest du einen Zwinky-Zwonky-Punkt kriegen? Das wäre einfach ein toller Punkt. Zwinky-Zwonky zählt? Zählt. Habe ich daraus gehört. Okay. Geil. Zwinky-Zwonky zählt. Nice, danke, Leute. Da hast du 12 Punkte. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr meinen Geschlechtsverkehr als solchen habt durchgehen lassen. Guck mal, wie eindeutig. Denn du bist mit unzufrieden, ich merke das. Ja. Nee, also du hast das Leben, dran, oder? Jetzt musst du hier richtig abdillern. Mach mal den Krogi fertig jetzt, das ist wichtig. Ja. Sag mal kurz die Punkte. Ja, wegen das du kannst. Baller 12. Okay, du hast was? 14. 14. Ja. Du hast 1, 2, du hast 5, 6, 7, 8, 9, 10, du hast 11 gerade. Also ich muss 3 machen, um gleich zu ziehen und 4, um zu gewinnen. Ja. Und du müsstest das hier noch machen. Guck's dir an. Finde eine Ork-Waffe, gewinne im Fight Club, volles Futter aufs Maul, töte einen Ork, egal wie, konsumiere Sumpfkraut, sammle 100 Goldmünzen, Entschuldigung, besitze 30 Pflanzen, brat dir ein, Zinki-Zwonki im Hafen. Krogi, was zur Hölle ist denn volles Pfund aufs Maul? Ey, normalerweise sagte das irgendwann. Volles Pfund aufs Maul. Ach so. Du selber musst das quasi so, als Charakter sagen, genau. Ich dachte, ich muss aufs Maul kriegen oder so. Nee, das hat man ja schon. Okay, benutze ein Ballspiel zum Absturz, sag, warte mal oder hey du. Rat mir ein Zwink. Ah, okay. Alles klar. Ich lade neu. Er sagt ja eigentlich relativ. Ey, Krogi, ganz ehrlich, ne? Ja. Ich wollte es voll schlau machen gerade und hab's richtig dumm gemacht. Ey, ich kenne das. Weil ich habe auch den gleichen Fehler, den ich eigentlich schon nicht machen wollte, mit dem Pflanzen sammeln. Habe ich auch gemacht. Man sitzt dann hier und denkt so, Leute, ich zeige mal hier einen Gott. Wie viel Gottweg? Das machen wir ja Stunden, was? Zeit wird knapp. Wir oh ja, genau. Machen wir mal runter. Los geht's in 3, 2, 1. Gut. Okay. Ich bin gespannt, ey, es geht um alles. Es ist wirklich, es geht um die Wurst. Vor allem, Denzel hat wirklich eine reelle Chance zu gewinnen, muss man sagen. Ja, das stimmt wirklich. Ja, ja. Also es ist nicht so, dass man jetzt hier nicht mitfiebern müsste. Genau. Bei mir war ja fast keine Chance mehr da. Also die war wirklich so. Also ja, mich jetzt so irritiert hat mit der Truhe. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, aber ich werde das trotzdem mal probieren hier und die einfach aufmachen. Ich hatte den Warte mal. Sehr gut, danke Chat. Danke Chat. Sehr also, nice. Ihr seid ja heute die feinsten Saver. Vielen Dank. Ich muss auf Walles Liste gehen. Ich wäre so lost ohne den Chat. Walle hat Warte mal. Mhm. Hast du bekommen? Habe ich bekommen. Das ist Walle, ein Punkt hinter dir. Ja. Jetzt schreibt hier nochmal Captain Capslock Krogi auch. Ihr anderen Leute im Chat könnt ihr das auch einmal verifizieren, weil dann würde Krogi das ja auch bekommen. Ja. Aber es muss, Achtung, dass alle Bescheid wissen. Der eigene Charakter, der Held, muss sagen, warte mal oder hey du, ja? Nicht die anderen.
Weil die anderen haben es gesagt, das weiß ich. Das stimmt, ja, ach so, genau. Ja, ah, vielleicht weiß der Chat das nicht. Das muss ich nochmal kurz hinzufügen. Genau. Du selber als namenloser Held musst sagen, warte mal oder hey du. Mhm. Das, bitte check das nochmal, weil ich meine, das war, zumindest bei mir war das nicht so. Okay. Also, warten wir nochmal kurz ab. Aber wir sind bei Denzel jetzt. Der Chat kennt das sicherlich. Okay, einige wissen es auch nicht mehr. Aber du bist trotzdem damit jetzt... Warte mal, wurde zu Nadja gesagt. Stimmt, der Chat hat recht. Ich habe kurz vor dem Akt gesagt, nun warte mal. Perfekt. Ich bin noch nicht bereit. Aber ich habe doch auch mit... Habe ich mit Nadja gesprochen? Nee, ne? Nee. Das war nach der Zeit, ne? Das war genau, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, ja. Okay, Chat, checkt ihr das ab? Genau, der Chat checkt das nochmal. Zu Nummer muss einer von euch mal zurückspulen bei YouTube. Ja. Damit wir hier Sicherheit haben. Okay, aber ja. Weil Denzel müsste jetzt halt 4 schaffen. Aber den Punkt, dann war es ja super knapp. Ja, das war wirklich super knapp. Dann haben wir einen Punkt gefehlt. Oh, stimmt, scheiße. Hätte ich mal nicht so rumgedödelt. So ist es. Mann, Chat, nächste Woche kriegt Walle Dödelverbot. Wie kann ich dieses bescheuerte Feuer benutzen? Ich glaube, das kannst du nicht, weil du bist du und... Wieso geht das nicht? Wie sollte das sein? Da, also, nee. Goblin. Fuck it. Nee, Schwerer Ast. Ist doch keine Pfanne drauf, Digga. Ja, die Leute schreiben es auch nochmal gesammelt. Ich habe das Warte mal bekommen, du nicht. Also es war eben genau dabei, Nadja, wo es bei dir nicht mehr in der Zeit war. Es tut mir auch sehr leid. Nee, den Punkt habe ich dir gegeben. Ja. Vielen Dank. Das ist auch. Sonst macht es auch keinen Spaß. Ja, es muss wirklich komplett fair ablaufen. Das stimmt. Was die Regel, also was die Punktevergabe anbelangt. Alles dazwischen ist scheißegal. Ja. Ja. Aber da muss man sagen, danke, Chat. Danke, gut Chat. Aufgepasst. Ich muss auch sagen, das finde ich fast das Geilste hier bei dem Format, dass wir einen Judge haben in Schwarmintelligenzform. Der Chat entscheidet ja immer. Oh, wir werden lost ohne euch. Das ist der Wahnsinn. Ist so. Bis gleich. Du lass dir Zeit. Ich lass dir Zeit, ja. Weiter geht's. Weiter geht's. Also Dennis muss nur eine Ork-Waffe finden und einen Ork besiegen, egal wie, im Fight Club gewinnen. Volles Hund aufs Maul sagen und dann eben auch prügeln, Sumpfkraut konsumieren, 100 Münzen sammeln, 30 Pflanzen besitzen, sich einen braten, Zwinky Zwonky im Hafen. Dass sich noch keiner einen gebraten hat, ne? Das ist echt enttäuschend. Besiege einen Banditen, warte mal oder hey du sagen. Mhm. Ich habe extra gerade ein Schaf verprügelt. Das Spiel zum Abschluss bringen. Das ist so smart auch. Ja, muss man einfach mal. Eine Badewanne benutzen oder einen Schattenläufer boxen und entkommen. Ja, den hat übrigens noch niemand jemals gesehen in diesem Run. Das ist richtig. Das ist richtig. Sie sind allerdings. Nicht so weit. Die sind um die Stadt herum, braucht man nicht, das ist auch kein Spoiler. Alter, da oben war so ein Riesenspinnengelöt, hast du das gesehen? Ja, Mann. Gibt aber keinen Punkt. Ja, aber leg dich mit dem an, gerne. Alter Schwede, wir wollen das sehen. Das rein, so ein Riesenkäfer. Das war ja komplett heftig. Das ist mega heftig, pass auf. Ich würde sagen, wir machen das mal so. Oh, Arion, interessant. Das sage ich natürlich Denzel jetzt nicht. Aber ich sag's euch, wenn Denzel fertig ist. Spannender Kommentar. Weil ich habe mich nämlich gerade gefragt. Zeig mal. Wenn ich da nicht gebadet habe. Krogi, geht's hier zu der Höhle vom Ork? Wo badet man denn dann? Aber Arion weiß ich. Ja, aber da musst du oben lang. Hier, ne? Hoch erst noch, oder? Ja. Ich bin hier bei den Jungs. Also ich darf, soll ich dir ganz ehrlich, andersrum, ist deine Entscheidung. Wird dir gerade noch bei dem Weg geholfen, oder was? Ja, so, Dennis hat gefragt, hat eine Antwort gekriegt. Fuck, ich hätte auch fragen können, oder wie? Hättest du fragen können. Scheiße, wo wohnt der Ork? Am Ende scheitert aber wieder ein Sozial. Aber ich hab's dir gezeigt. Und, okay, brauchst du noch? Nee, ich geb dir, also. Ich würde dir gerne einen Tipp geben, weil es macht's spannender. Okay, soll ich den Tipp geben? Sag. Ja, weiß nicht. Jetzt mal hier lang. Ist natürlich nicht so ein geiler Win dann mit deinen ganzen Tipps und so. Das halte ich dir ewig nach. Das muss dir klar sein, ne? Okay. Dass dir da die Punkte wurden dir praktisch hinterhergetragen. Ist so. Ja. Ist so. Jetzt hat er keinen Tipp mehr bekommen, er macht's auf eigene Faust. Ja. Ist ehrenhaft. Ja. Aber ich glaube, so wird's schwierig. Also, du kannst da hinkommen, so. Ja, doch, ist ein guter Weg. Ich weiß zwar nicht, wo es ist, aber ich würde sagen, richtige Richtung. Du wirst schon wieder verfolgt, hörst du's? Ja. Das ist sehr gefährlich. Ah! Oh! Monsterratten. Oh, da geht's tief runter, du. Oh. Sie haben ihn in die Ecke gedrängt und getötet. Zwei. Du hast noch. Die haben mich einmal gebissen, ich war tot. Ja, Mann. Ey, du hast nicht mehr viel Leben. Lad jetzt, Mann. Du hast noch 9 Minuten 30. Das ist noch alles drin. Ja, stimmt. Genau. Du hast jetzt, wie ich, verlierst 5 Minuten durch diesen langen Weg am Anfang. Das ist ganz schön mies. Das stimmt. Aber Ork und Sumpfkraut, dann bist du gleich gezogen. Ja. Beispielsweise. Ja, das stimmt. Eben. Also ist noch oder ist noch Braten drin. Oder sonst was. Kannst du noch schaffen. Zwonky. Besiege einen Bandit. Ist wirklich noch alles drin? Ja, und der Chat zeigt es mir hier auch gerade auf. Ne? Hätte ich nur noch den Weg zum Sumpfkraut gewusst,
Und also den Punkt hätte ich noch easy holen können. Ja. Also es war, ich habe nicht gedacht, dass es so knapp ist bei mir. Ich weiß, keiner denkt das. Ich meine, Denzel will das auch sagen. Wo ist die Zeit hingegangen? Wo ist der Ork hingegangen, sag ich. Ich sag immer, wo ist der Ork hingegangen? Ja. Den auch erstmal wiederfinden. Auch eine Challenge. Ist so. Und ich würde eigentlich behaupten, ich habe einen guten Orientierungssinn. Aber den Tipp hätte ich halt gegeben, tatsächlich. Wo der ist, ja, hast du ja auch ganz am Anfang. Wo ist denn jetzt der Ork? Ja, okay, sag ich dir. Dann gehst du gehst durch die Stadt und das andere Stadttor raus. Beim Marktplatz. Auf der anderen Seite? Ja. Und, und da wärst du jetzt ja auch hingelaufen. Stimmt. Du hättest einfach einen sauschweren Weg genommen. Du hättest oberhalb gehen müssen. Und da sind überall Gegner. Aber hast du ihm jetzt gerade den Weg zum Ork oder zum Sumpfkraut gesagt? Nee, zum gut, ist ähnlich, ne? Das muss er selbst kombinieren. Ich habe nur gesagt, dass er auf der falschen Pferde ist. Okay. So. Weißt du, was mein Problem war? Ich habe dieses andere Stadttor nicht mehr gefunden, weil ich habe mir das mit dem anderen Stadttor nämlich gemerkt, aber auch nur das. Also nicht, wie man da hinkommt. Ah, ja, verstehe. Das war, Naja, es gibt nur, aber vielleicht, ich weiß nicht mehr, Chat, gibt es 3 Zugänge zur Stadt? Über das Wasser kann man, glaube ich, auch irgendwie, das weiß ich aber nicht mehr. Ja. Keine Ahnung. Während Denzel da den gleichen Weg nochmal läuft, beantworte ich mal ganz kurz den guten Toos 2014 die Frage. Kann freundlicherweise mal jemand erklären, was hier eigentlich läuft? Was hier läuft, das ist das Format Skill Arena und wir haben ein Bingo-Grid. Und wir spielen das aber nicht nach den Bingo-Regeln, sondern da stehen einfach nur Aufgaben, die man in Spielen erledigen muss, drin. Und heute ist es Gothic 2 und wir spielen nach der Reihe nacheinander, haben 15 Minuten, diese Punkte abzuhaken. Das ist das ganze Format. Wir gucken, wer am Ende gewinnt und wir zählen die Punkte Folge für Folge und finden heraus, wer hat hier eigentlich den krassesten und den meisten Skill. Genau. Das ist das Format. Weil genau. Das hast du toll erklärt. Ja, das muss ich einfach nochmal für die Neuankömmlinge. Absolut. Und da kann man auch schon sagen, die ersten beiden Folgen waren auch schon sehr, sehr gut. Die waren sehr, sehr spaßig. PUBG und GTA 5 gab es. Exactly. Und jetzt spoilern wir nicht, die Leute, die es noch nicht gesehen haben, guckt es euch an. Ja. Ich fieber irgendwie mit, ey. Ich find's irgendwie geil. Ich find's echt geil. Ich find's auch geil. Vor allem, also ich mag halt das Spiel. Ich hab's viel zu lange nicht gespielt und ich hab ehrlich gesagt jetzt gerade Bock auf einen Run bekommen. Ja. Vielleicht mach ich's am Wochenende mal an. Mach's an, ist geil. Okay, dann jetzt hier durchsneaken. Ja, so ein Speedslide. Ich dachte auch grad, da ist auch gerade hinter. Also ein Speedslide wie ich, das schafft da nicht jeder. Nur mal einfach was Sympathisches kurz zu droppen. Der Speedslide war halt schon Hammer. Aber Denzel ist im Fokus. Denzel hat halt auch noch eine Chance, ne? Weißt du das? Hat jemand mal einen Gothic Speedrun geguckt? Deinen noch nicht, ne. Meinen noch nicht? Okay. Ja, ist auf jeden Fall eine feste Strat, die ich da gemacht habe. Marktplatz, Digga. Andere Seite. War das auch dein Weg, Krogi? Nicht zum Ort. Oh, das war ja ein lächerlicher Sprung, wo wir jetzt hier sagen, wer hier tolle Sprünge kann und wer nicht. Da muss man einfach mal sagen. Ich probier's mal, wenn keiner guckt, dann hau ich ab. Ja, den hau da ab. Er traut er sich kein zweites Mal. Bock! Oh, jetzt geht das wieder los. Was ist denn da los? Man weiß es nicht. Björn Pankratz, was ist da los mit deinem Spiel? 20 Jahre immer noch nicht gepatcht, was ist da los? Was Denzel hier gerade time-wasted ist, unfassbar. Jetzt glitscht das sich auch rein. Oh, was war das denn? Alter. Gold für Deutschland! Ja. Aber Denzel hat einfach noch Bock auf Sexy Time, ey. Das wäre ja wirklich der leichtathletischste Sprung, den ich je gesehen habe. Und ehrlich, ich weiß nicht, ob man hier auch sogar mehr Gold finden würde. Ich will jetzt nicht deine Zeit. Ich glaube, in der Theorie schon, ja. In der Theorie schätze ich schon. Das waren einige Säckchen. Ja. Ich glaube, ich habe ein anderes Säckchen nämlich eingesteckt als du. Oh, da. Pech? Wie Pech? Sammel dir doch kein Pech ein. Du brauchst Glück, Junge. Ohne Scheiß, wieso hast du dir Pech angesehen? Sehr gut, oder? Wo sind die ganzen Golddinger? Das ist mal wieder typisch. Honig. Ah! Nein! Zweiter Ball! Boah, immerhin gibt's da keinen super crazy Fallschaden. In anderen Spielen wär man jetzt schon tot. Wo geht's denn raus hier? Einfach geradeaus. Da? Mhm. Ja, ne? Mal fragen sollen. Geradeaus und dann rechts. Nach dem Weg fragen. Immer einfach trauen. Gab's nicht. Ich meine jetzt. Ich glaube, es gab sogar, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, in der Stadt gab es auch irgendwie einen Ork, aber ich weiß nicht. In der Stadt? Ich meine, krass, ein Stadtork. Na. Aber ein zivilisierter Ork dann. Also an der Stadt, das haben wir schon gesehen, ich meine, es gab sogar in der Stadt einen. Versteckter Stadt. Lass dir das mal vom Chat sagen, ich weiß es aber nicht mehr. Aber ich weiß es, ich glaube, es ist Quatsch. Oder was, Gothic 1? Nee. Ich weiß nicht mehr. Im alten Mintal. So, hier raus? Da raus das Tor, genau. Dann. Ja, und hast ja gesehen, dann links halten, hast es. Okay. 4,15. Eine Waffe brauchst du im Prinzip nicht. Wirklich? Das ist ja interessant. Speedrun! Hm.
Also nein, wird hier geschrieben. Ich glaube, das ist darauf bezogen. Und schreibt noch jemand, statt Orks gab es in Gothic 3, aber Kappa. Das heißt, da gab es maybe auch nicht. Rechts rum, rechts rum, rechts rum. Hey, nicht das links. Nicht so schnell. Da helfe ich dir. Lothar ist der einzige Ork in der Stadt. Geht dich nichts an. Lothar war ein Ork? Nein. So, jetzt holt, da ist ein, vielleicht genau, da lang, da ist ein Wolf. Hab ich gesehen. Okay. Und dann links das Grüne hoch. Da ist die Höhle, der Höhleneingang. Ihr macht ja schon fast Teamplay. Ey, das hab ich gesagt. Ich weiß. Die Standorte gebe ich. Ja, Rest, weil sonst fände ich es auch hart unfair. Ja, weil ja, wenn man das alles noch erkunden muss, ist halt Schwachsinn. Ja. Aber was du dann daraus machst, ist dein Ding. Das stimmt. Ich hab's auf die harte Tour gemacht. Ja. Willst du nochmal kurz droppen? Ja, das ist uneigennützig. Ich, ist schön, freue ich mich drüber. Ork, komm mit. Ork, komm mit. Jetzt bin ich mal gespannt. Er könnte natürlich jetzt auch einfach einen guten Rückenschlag machen und Denzel ist wahrscheinlich one hit down. Denzel muss auf die Sounds achten. Jesus. Wird Denzel das neue one hit wonder? Denzel auf die Sounds geachtet, ich bin mir nicht sicher. Achso, dass er das falsch viel gemacht hat. Dieser scheiß Hund! Oh, come on! Das war ein Supertiger oder so, oder? Lad jetzt, Mann, du bist tot! 2 Minuten 45 ja, jetzt noch. Kann ich's vergessen. In 4 Minuten schaffe ich keinen Punkt mehr. Das ist doch scheiße. So ein bescheuerter Hund kommt von hinten. Aber war das so ein Stanni-Wolf die ganze Zeit? Das war ein Stanni-Wolf. Echt? Der sah aus wie ein Supertiger. Ja. Aber ich hab die noch nicht von oben gesehen. Wieso haut mich jetzt plötzlich so ein Stanni-Wolf? Das meintest du mit den Zauns, weil ihn nur, er wurde nur von dem verfolgt, nicht von dem Ork. Nee, der Ork hat irgendwann gejault. Der war dahinter auch noch. Genau. Der war da auch schon noch. Ach krass, okay. Und der Wolf war es letztendlich. Aber ich meine, ey, Dennis musste es probieren. Es ist so. Was kannst du noch machen? Ja, oder, hey, du kannst noch schaffen. Ja. Damn, das ist natürlich Pläppigkeit overnight. Warte mal, hey, du kannst noch schaffen. Hast du auch, ja, das kannst du noch schaffen. Und wenn du einen braten könntest, aber ich weiß nicht, wo eine Pfanne ist. Also du ja auch nicht. Banditen, du kannst doch alles auf. Du kannst Banditen und. Ich brauch keine Banditen, die habe ich schon, glaube ich, oder? Hast du Banditen besiegt? Er kann. Hat Dennis das geschafft, Leute? Das kann sein. Ich erinnere mich nicht, aber der Chat wird sich erinnern. Deswegen warten wir da mal auf ein Statement. Ja, aber du hast einen Gegner, töten lassen durch NPCs, aber es kann sein, dass du auch einen Banditen sogar hast töten lassen durch einen NPC. Dann hättest du einen Banditen besiegt. Also ich habe den Punkt noch nicht gekriegt, oder was? Exakt. Aber okay. Da steht, ja, dann kann ich ja mit dem hier kurz schnacken. Ja, genau. Aber da steht ja trotzdem, töte einen Bandit, was ja impliziert, dass du es selber machen musst. Ich habe ja aber geschrieben, tatsächlich besiege einen Banditen. Achso, da steht gar nicht töte. Nee, jetzt das hast du gerade von unten. Ach ja, besiege einen Banditen. Besiege? Ja, vielleicht später. Aber Johnny Wolf ist auf jeden Fall auch am Start. alle wollen sie wieder mitfighten. Jetzt zum Ork und große Fighting Party. Große Party. Wenn der Hund mich jetzt schon wieder kriegt. Ey, aber das ist halt so. Ey, dann bleib. Da kommt noch ein. Time Waste. Hatten wir alle drei jetzt? Ja, hatten wir wirklich beide, alle viele. Alle vier hatten wir das. Ja, alle vier meine ich. Alle vier. Alle vier, die wir hier sitzen. Wir treiben der Geist. ist so. Ja. Absolut rigged, die Scheiße. Genau, letzte Minute, sagt der Chat auch. Stimmt, ihr geil, es sind noch 2 Minuten. Ihr kennt keine Farben, ihr könnt nicht die Uhr, was das steht. Nein, das sind andere 2 Minuten. Das ist die Sendung und das andere ist dein Timer. Aber, aber Chat sagt den Punkt, hast du bekommen. Ja. Wieso kriege ich denn keine Zeit jetzt angezeigt? Das ist nämlich gar nicht so unwichtig, finde ich. Doch, wird er ja angezeigt. Ja, aber nicht die Zeit, die für mich wichtig ist! 28 Sekunden. Aber wir hatten das alle so. Wo steht denn da 28 Sekunden? Da oben ach, da ganz klein! Ich denke, du kannst gelb so toll sehen. Die sind gelb. Also, das ist zu klein! Dürge, krieg dein Gelb auf die Kette. Also Chat sagt, besiege einen Banditen hättest du gehabt. Ja? Ja. Ach, krass. Ja. Ja, hab ich dir gegeben. Man braucht ziemlich genau 3 Minuten oder 4 Minuten. Ach so, ja, da oben. Okay. Hm. Ja, dann scheint die Zeit ja jetzt vorbei zu sein. Das ist ein. Das war ja mega so. Das war die Zeit. Oh Mann, ich hätte voll schaffen können. Ich hätte eigentlich, ganz ehrlich, das wäre so easy gewesen. Ich hätte nur zum Ork gemusst, hätte den platt gemacht. Erstmal Kogi, man sieht doch nicht mal dein freudiges Feiergesicht. Ey, ich hab Bandscheiben, ich darf meinen Schritt raus. Stimmt, dafür ist es doch wichtig. Ganz geil, ganz geil. So, das jetzt hier. Sehr nice, ja. Herzlichen Glückwunsch erstmal. GG an Kogi. Dankeschön. Dankeschön. Was geht da? Warte kurz. Hast du jetzt echt gewonnen, oder was? Ja. Oh, es hat geknackt im Rücken. Ich muss mich hinsetzen. Also, ja, ich hab dir auch einen Arschkauen dabei. Glückwunsch. Ja, Glückwunsch. Genau, was willst du sagen? Was wolltest du sagen?
Glückwunsch. Nein, du wolltest doch mal was sagen. Du wolltest sagen, du hättest es fast geschafft. Was soll ich noch erzählen? Ich hab nicht gewonnen. Was soll ich jetzt noch erzählen? Erzähl du doch, was du Mann, mit deinem Mann machst jetzt. Ist ein geiles Spiel, Leute. Ey, Gothic 2, Mann. Ich sag's ja, ich hab zwei auf den Run. Wolf. Nimmt mir ja, Ende denn. Da, und das ist ja das Geile an Gothic 2. Das sind ja stümperhafte Aufgaben, die jeder ja, Tony lösen kann. Das stimmt. So. Es war ja auch noch gut für alle, dass ich angefangen habe. Wenn ich das nächste Mal einen Wolf auf der Straße sehe, dann weiche ich nicht aus. Ja. Ich fahr so drüber. Ja. Aber so was voll. Das habe ich dem Thorsten noch gerade nicht gesagt im Chat, der gefragt hat. Das ist hier nämlich gar nicht die Skill Arena, sondern eigentlich die Dulli Arena. So, das weiß nämlich eigentlich fast keiner. Das sieht man immer erst am Ende der Folge. Sag, wo eine Badewanne war. Hast du nämlich gerade die Info bekommen? Genau. Und zwar hat Arion geschrieben, Walle. War, by the way, nur ein Raum entfernt von der Badewanne. Das heißt, wahrscheinlich neben meinem Coitus-Räumchen war ein ein Wellness-Center sozusagen. Der heißt Arion, der User. Hey. Ist der Varion, der ist ja auch großer Gothic-Fan. Ist der das vielleicht? Mit seinem Decknamen im Chat wahrscheinlich. Aber tatsächlich bist du ja Gewinner, weil du hast Sexy Time gehabt als einzige genau, Person das, hier. Genau, das... Ja. Mega gut. Ja, ey. Wunderbar. Dann haben wir's, oder? Genau, wunderschöne Sendung. Es geht erst in zwei Wochen weiter, weil nächste Woche erwartet euch die wunderbare Gamevasion. Aber da gibt's natürlich mit Hamburg versus Spandau auch ein tolles Skill-Format, wo ich mit Eddie und den anderen, ihr kennt sie, Eddie und die anderen, mein Skill unter Beweis stellen darf. Oder wir als Team besser gesagt. Ihr habt ja gesehen, ich habe hier fleißig trainiert. Jetzt geht es weiter mit ganz tollem Programm bei Rocket Beans TV. Vergesst, heute Abend geht ihr wieder geocachen. Ja, ich bin heute nicht dabei. Ja, ja. Aber das wird auch ziemlich krass. Ja. Von daher, Leute, haut rein. Guckt gerne noch in die VODs von Folge 1 und 2. Und wir sehen uns hier ich möchte in zwei noch grüßen. Wochen wieder. Ich möchte und wir grüßen Denzel zum Schluss. Wir grüßen noch Denzel hier, bitte. Ah, fuck you all. Tschüss.